Wir hatten vor vielen Monaten den Eindruck, dass der Herr uns sagt, wir sollen uns mal mit dem Thema Befreiungsdienst beschäftigen und dazu ein Seminar abhalten. Jetzt ist das natürlich nichts, was einem so oder uns zumindest so ganz nahe liegt und man springt sofort da drauf. Und wir haben es also rausgezögert. Aber jetzt ist es soweit. Und wir denken, es ist einfach dran, einfach ein paar Grundlagen dazu mal zu geben. Relativ lehrmäßig. Also das ist eine richtige Bibelarbeit, die wir hier heute hier halten. Wir schauen uns einfach an, was die Bibel dazu sagt, wie das vorkommt, was Jesus dazu zu sagen hat und so weiter. Denn das ist natürlich ein Thema, wo es einen Haufen dubioseste Befürchtungen und Ängste und Erwartungen gibt. Und die meisten Christen sind so nach dem Motto, hoffentlich habe ich damit nie was zu tun. Hoffentlich begegnet mir das nie. Hoffentlich treffe ich nie einen, der irgendwie dieses Problem haben könnte. Und damit haben wir das Problem eigentlich schon scharf umrissen, weil in den meisten Gemeinden oder Gruppen in der westlichen Welt, nur in der westlichen Welt, bleiben sehr viele Christen, die einfach mit dämonischen Problemen sich rumschlagen, letztlich irgendwo hilflos auf sich allein gestellt. Und das ist eigentlich traurig, weil nämlich in Afrika, Südamerika, Fernost, da gehört es zum normalen Tagesgeschäft jeder Gemeinde, da dagegen anzugehen und einfach Befreiung für die Christen zu bringen. Ne? Befreiungsdienst. Gut, also das Thema heißt, das ist heute wirklich der Fokus, worum es heute geht. Ne? Können Christen überhaupt Dämonen haben? Das ist schon eine etwas provokante Formulierung. Ich werde das gleich ein bisschen mal weiter erläutern. Dann kommt die nächste Frage. Ist es überhaupt notwendig, dass man Christen dann in einen Befreiungsdienst hineinführt? Ne? Oder wie finden die überhaupt Eingang in das Leben eines Menschen, eines Christen? Ist das so? Funktioniert das überhaupt? Kann das sein? Schauen wir uns gleich alles an. Was mir sehr wichtig ist, wir schauen wirklich uns die Bibel an und nicht irgendwelche Erfahrungen, die irgendwer mal irgendwo gehört hat. Ne? Es gibt einen Haufen von Gerüchten, die da rumgeistern, so nach dem Motto, ja, da haben sie Befreiungsdienst gemacht und zu Hause ist dann die Mutter mit schwanger, mit dem Kind, eine Treppe runter und tot und was, das ist alles Quatsch. Das sind Gerüchte. Wenn du nachfragst, zeigt sich, du kannst nirgendwo irgendwo einen Pack entfinden, wo das angeblich passiert ist. Das ist feindliche Propaganda und man muss vorsichtig sein, wenn man sowas weiter erzählt. Ne? Also man muss wirklich schauen, was sind die harten Fakten. Gerade bei so einem umstrittenen, schwierigen Thema. Genau. Tatsache ist, dass sehr viele Christen, also Menschen in der Welt sowieso, aber vor allen Dingen auch Christen, erleben in ihrem Leben, dass sie Bereiche haben, wo irgendwo es gewisse Punkte gibt, wo sie keinen Durchbruch haben, keinen Sieg haben, wo sie immer und immer und immer wieder kämpfen müssen. Ich habe vor drei Wochen, kam ein Mensch, wir hatten einen Gottesdienst in einer Baptistengemeinde in Süddeutschland, kam auf mich zu und sagte, er bittet um Gebet wegen einer moderaten, sag ich mal, pornografischen Bindung und so weiter. Und dann sagt er, also so wie er das beurteilen kann, sind 90% der Christen in Pornografie drin. Ich habe gedacht, Himmels Willen, ja, ich habe keine Ahnung, wo der meint, diese Zahl her zu haben. Aber hat er so gesagt, ja, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist Tatsache, dass viele Menschen einfach beispielsweise in so einem Bereich eine Bindung haben, aus der sie nicht frei werden können. Oder Computerspiele, ja, irgendwelche sinnlose Ballerei oder sonst was. Immer und immer wieder, wo man nicht draus frei wird, ja, ne. Also Fernsehen und Internet und so weiter öffnet natürlich Türen für dämonische Beeinflussung, die sich vor 50 Jahren noch kein Mensch hätte denken können. Von der Schärfe, von der Macht, die auf uns zukommt. Ne? Und genau, da werden wir uns gleich noch ein bisschen mit beschäftigen.
Dazu gehören aber auch, sagen wir mal, einfach negative Verhaltensmuster, die einfach so übereinkommen. Ja? Ihr kennt bestimmt den Spruch, dass man Leuten begegnet und sagt, ich weiß selbst nicht, was in mich gefahren ist. Ja? Oder noch blöder, was mich geritten hat, das und das zu tun. Das ist schon wirklich, da geht es schon wirklich in eine dubiose Richtung. Ne? Aber das sind Aussagen, wo Leute sagen, eigentlich tue ich was, was ich gar nicht tun will. Und wenn so ein zwanghaftes Verhalten kommt, das ist häufig schon ein Hinweis, dass da tatsächlich irgendwelche dämonischen Aktivitäten vorliegen. Okay, aber soweit sind wir noch nicht. Fangen wir mal vorne an. Als ich vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten mal ein junger Mann war, da hatte ich was Sonderbares, was ich rückblickend als einen Sorgengeist bezeichnen würde. Also ein Teenager, ja, und als Teenager hatte ich einen Sorgengeist. Ich habe mich gesorgt, wie bescheuert, wegen nichts, es gab keinen Grund, es gab überhaupt keinen Grund. Ja, meine Eltern waren Unternehmer, lief alles perfekt, war alles optimal, Geld war ausreichend da, Schule lief, alles bestens. Und ich habe mich richtig gesorgt. Ich wurde von Sorgen richtig verzehrt. Und ich hatte dann, als ich mich bekehrt hatte, relativ bald festgestellt, dass wenn ich intensiv, sehr diszipliniert mich also mit dem Wort Gottes beschäftigt habe, Bibelverse gelesen habe oder gar proklamiert habe oder auch in der Tat Liedverse, insbesondere von Paul Gerhardt, ja, mit denen ich mich beschäftigt habe und die ich einfach, sagen wir mal, so geistig inhaliert habe, dass das mir sehr, sehr gut getan hat. Das hat mir geholfen, in dieser Bedrängnis von diesem Sorgen und dieser Bedrückung frei zu werden. Und ich persönlich glaube, dass das völlig normal ist und dass das eigentlich der Hauptschlüssel ist, wie ein Christ, der unter einer dämonischen Beeinflussung steht, frei wird. Indem er einfach die Wahrheit des Wortes Gottes komplett in sich aufnimmt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, das verstoffwechselt, ja, zu seinem eigenen macht, glaubt, ausspricht, hört, sich damit beschäftigt. Und ja, das ist die Wahrheit. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Pott mit Dreckwasser, ja, irgendwie so ein Wasserbottich, ja, schlieriges, schleimiges, dreckiges Wasser. Und dann hast du da irgendwo einen Zufluss und du lässt klares Wasser reinfließen. Das dauert eine Zeit, aber irgendwann ist der ganze alte Schmarr weg. Ja, und du hast klares Wasser drin. Und so ist es einfach, diesen Zufluss des Wortes Gottes, den brauchen wir, die Wahrheit des Wortes Gottes. Und je mehr das unser Denken erfüllt, desto mehr werden eben solche negativen, zersetzenden Gedanken auch weggeschwemmt. Und ja, irgendwann muss ich sagen, also das war wirklich interessant, ich merkte eigentlich am Anfang nur, dass es mir Erleichterung brachte. Ich war da in diesem Sorgending drin und irgendwie brachte es Erleichterung. Ja, und dann habe ich mir eine richtige Mappe gemacht und aufgeschrieben und jedes Mal, wenn was kam, dann aber gib ihm. Und das hat, ich weiß nicht, vielleicht 2, 3, 4 Jahre gedauert und irgendwann verflüchtigte sich das Ding komplett. Völlig. Habe seitdem nie wieder was damit zu tun gehabt. Später, einige Jahre später, da kamen wir in Situationen in unserer Familie, da war wirklich, sagen wir mal, Grund genug, sich zu sorgen. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. War nicht angesagt, war nicht da. Das Problem, Sorgen sich zu machen, war, obwohl es äußerlich jetzt dran gewesen wäre, war nicht da. Diesen Sorgengeist war ich wirklich, wirklich losgeworden. Und was wichtig ist, ist, es war absurd. Es war eine schräge Fiktion. Es hatte nichts mit der Realität zu tun. Ne? Es war einfach irgendwas Gedankliches, was wie so ein Quälgeist einen richtig geknechtet hatte oder mich richtig geknechtet hat. Und da ist schon ein sehr wichtiger Punkt, nämlich, wenn wir als Christen einen Lebensstil der Disziplin leben,
der Heiligung, dann ist das extrem förderlich, extrem positiv, extrem hilfreich, weil wir dadurch im Grunde genommen uns mit der Wahrheit füllen und der Lüge immer weniger Raum geben. Disziplin ist beim Thema dämonischer Beeinflussung einer der ganz, ganz, ganz großen Schlüssel. Ja? Disziplin in der Hinsicht, dass man sich wirklich mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit füllt, ja? Bibel liest, Gottesdienste besucht und so weiter. Also einfach in der Wahrheit wächst. Ganz entscheidend. Ja, und wie gesagt, dazu gehörte bei mir, das Wort Gottes zu proklamieren und am besten laut. Weil wenn du es aussprichst, ja, dann sprichst du es durch den Mund aus, kommt durch die Ohren wieder rein und dann irgendwie sackert es ins Herz. Hier ist dieses hoch zu empfehlende Buch, Der Dienst der Befreiung, rausgegeben vom Glaubenszentrum. Dieses Buch beinhaltet genau diese Thematik. Hier ist ein Mensch, Graham Powell, der war so eine Art Straßenevangelist, also richtiger Evangelist auf der Straße. Und der hatte Probleme mit Depressionen bis zum geht nicht mehr, Selbstmordgedanken bis zum geht nicht mehr. Der war geknechtet. Der hat Leute zum Herrn geführt, für die gebetet, die wurden, haben sich bekehrt, die wurden gehalten, sonst was. Und gleichzeitig hat er in absoluter Bedrängnis und Not gesteckt, zerrissen, ja. Und er schreibt das also sehr schön, sehr nüchtern auch, wie es darum geht, dass er dann zu verschiedensten Leuten gegangen ist, Pastoren und so weiter, um Hilfe gefragt hat und immer, nee, als Christ kannst du keinen Dämon haben. Unmöglich, ja. Du musst dich disziplinieren und sonst was. Der hat, wenn du das liest, wie der gefasst und gebetet hat, da stehen dir die Haare zu Berge. Ja, weil das war wirklich, der hat hinterher einen Lebensstil gehabt, wo der im Grunde nur noch gefasst und gebetet und evangelisiert hat. Was anderes hat er nicht gemacht, weil sonst konnte er schier nicht überleben. Und irgendwann, durch einen langen Prozess erstmal, begegnete er Leuten, die haben gesagt, ja, hör mal her, das ist eine ganz normale dämonische Beeinflussung, du musst frei werden. Und dann wurde ihm das klar, er hat das dann verstanden und er hat durch Proklamieren des Wortes Gottes, Beschäftigung mit dem Wort des Gottes, Aussprechen des Wortes Gottes über sich und seine Situation sich sozusagen so damit gefüllt, dass er komplett frei wurde. Ähnlich wie bei mir mit dem Sorgengeist, nur ein paar Nummern heftiger. Ja? Und dieses Buch beinhaltet genau diese Thematik. Wie werde ich als Christ frei von Dingen, die mich so im Klammergriff halten, quälen, belasten, wo ich weiß, dass der Herr Freiheit für mich hat und dass das nicht mein Ding ist. Und genau. Also hier geht es nicht im Sinne um Dämonenaustreibung durch irgendjemand, der die Hände auflegt oder betet und was, sondern das ist für Christen, die sagen, ich habe irgendwo einen Bereich in meinem Leben, wo ich bedrückt bin, bedrängt bin, keinen Sieg habe und ich möchte aber den Sieg haben mit des Herrn Hilfe und deshalb werde ich mit dem Herrn zusammen da durchgehen. Und dafür ist dieses Buch ideal, also sozusagen zum Selbststudium, um selbst einfach da weiterzukommen, in den Sieg zu kommen. Extrem zu empfehlen, wie man als Christ von dämonischen Einflüssen frei werden kann. Ist ein absoluter Bestseller und wie gesagt, haben wir bei uns im Shop, weil wir absolut sagen, das ist super wichtig für Menschen, die in Bedrängnis sind. Ein anderes Buch, was ich sehr empfehle, ist dieses von Derek Prince. Derek Prince ist einer der größten Bibellehrer des 20. Jahrhunderts. Ja, er hat Befreiungsdienst gemacht. Und in diesem Buch schreibt er auch, wie er da reingekommen ist. Und er schreibt, also sehr interessant, er hat sich das nicht ausgesucht. Aber auf einmal in seiner Gemeinde tauchten da Phänomene auf. Ja, und irgendwie musste er den Leuten helfen und so weiter. Extrem ehrlich, super biblisch fundiert. Also das ist auch das Buch, auf das ich mich hier stütze mit meinen Sachen. Kann ich sehr empfehlen. Heißt, Sie werden Dämonen austreiben. Das ist aus Markus ein Zitat, ne? Wo Jesus sagt, dass die Zeichen folgen werden. Und da werden sie eben auch Dämonen austreiben. Und dieses Buch als biblische Grundlage, als richtiges Basic-Wissen, ist absolut zu empfehlen. Also ich persönlich kenne kein besseres, er hat also auch alle möglichen Fragen und Bedenken und sonst was da abgearbeitet, sehr, sehr zu empfehlen.
haben wir auch hinten. Wenn man sich mit dem Thema Dämonen beschäftigt, dann geht es nicht um einen in erster Linie medizinischen oder therapeutischen Ansatz. Hier geht es um das, was die Bibel sagt, wie man damit umgehen kann. Ja? Das ersetzt weder, dass da ein Arzt oder ein Therapeut sich die Sache anschaut oder sowas, ist auch keine seelsorgerliche Lebensberatung, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden, wo er das für sich persönlich nutzen will. Ja? Wir bei uns in der Familie, wir reden nie gegen Ärzte, weil Ärzte haben mehr oder weniger von jedem Familienmitglied bisher das Leben gerettet. Ja? Also wir wissen um die Bedeutung und den Dienst und die Hingabe von vielen Ärzten und wir schätzen das sehr. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach sagen, dass das nicht, bitte, bitte, nicht gegeneinander ausgespielt werden darf. Aber es gibt halt einfach die Situation, dass Ärzte oder Therapeuten einfach mit Menschen, die leiden, an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Ja, so der berühmte Spruch, ja, also organisch ist da nichts feststellbar. Die haben keine Ahnung, wo ihr Problem herkommt. Ne? Oder sowas. Ja, oder rein medizinisch ist das nicht erklärbar. Solche Sachen gibt es natürlich immer wieder, wo man sagt, da sind irgendwelche komischen Dinge, die eben nicht erklärbar sind, weil sie übernatürlich sind. Die sind mit natürlichen Mitteln nicht zu erklären. Und die kann man auch mit einer, ich sag mal, klassischen, normalen, weltlichen Therapie nicht behandeln, weil du musst viel tiefer an die eigentlichen Ursachen rangehen und nicht an den, wie soll ich mal sagen, den Auswirkungen rumdoktern, sondern du musst wirklich die Ursache rausfinden. Und da gibt es Dinge, wo nach unserer Überzeugung einfach ganz klassisch, wie es die Bibel auch berichtet, dämonische Ursachen vorliegen können. Gut, und wenn das der Fall ist, dann denken wir, ist es gut und richtig, über das Thema Befreiungsdienst nachzudenken. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist, wie der Name schon sagt, Befreiungsdienst heißt, dass es um Freiheit geht. Das hat nie etwas mit Zwang zu tun. Nie etwas mit irgendwelchen Leuten bedrücken oder knechten oder wie jetzt kürzlich hauen, verdreschen, schlagen, irgendwie sowas. Never. Es geht um Befreiung. Und Befreiung passiert nicht, indem man Leute irgendwie bedrängt, ja, sondern genau das Gegenteil. So, und dann gibt es noch ein Horrorgespenst, das ist das allseits gefürchtete Wort Exorzismus. Dieses bekloppte Wort kommt ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Ne? Und ist vor allen Dingen durch diverse Horrorfilme völlig, wie soll ich mal sagen, ja, zu einem Schreckgespenst geworden. Man verbindet damit solche Rituale und Beschwörungen und sowas. Ich meine, gibt es auf der ganzen Welt in irgendwelchen Kulten und Stammesreligionen und sonst was, gibt es das überall, ja, und da gibt es dann eben so einen komischen Exorzismus. Im christlichen Befreiungsdienst läuft das anders. Ja, da sind wir in der Autorität, die uns im Namen Jesus gegeben ist, sprechen wir einfach den Personen die Freiheit zu. Ja, das kann mal Kampf sein, nicht mit der Person, sondern wenn es eine starke dämonische Bindung ist, dann mit eben dem Dämon, ja, im geistlichen Bereich, aber ansonsten braucht man da keinen abstrusen Hokuspokus zu machen. Ne? Also im Gegenteil, je abstruser das wird oder wenn man da ein komisches, mulmiges Gefühl hat, dann Vorsicht, ja, lieber Finger weg. Und genau. Ja, schauen wir uns zu Anfang mal ein paar Worte an, weil da gibt es nämlich viel Verwirrung. Im Englischen ist die Verwirrung noch viel größer als im Deutschen. Da haben die nämlich statt Dämon bei den alten Bibelübersetzungen Teufel geschrieben, Mehrzahl, die Teufel. Ja, also hat Jesus die Teufel ausgetrieben und das hat für eine riesige Verwirrung gesorgt. Das haben die Deutschen relativ frühzeitig in den Griff gekriegt, sehr erfreulich, und haben stattdessen böser Geist oder eben Dämon geschrieben. So, das Wort Daimonion taucht etwa 60 Mal im Neuen Testament auf. Dann gibt es ein Wort Daimon, das taucht nur einmal auf, bedeutet aber in dem Zusammenhang das Gleiche. Okay, dann
gibt es einen Begriff, der heißt unreiner Geist. Unreiner Geist. Das kommt etwa 20 Mal vor, vor allem bei Lukas. Dann gibt es einen Ausdruck, der heißt böser Geist. Der kommt 6 Mal vor. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, da werden zwei Begriffe miteinander verbunden. Da heißt es Geist eines unreinen Dämons. Okay, ist auch nicht weiter tragisch. Tatsache ist, die sind alle austauschbar. Dämonen sind böse Geister, sind unreine Geister. Ist im Grunde genommen das Gleiche. Aber wenn wir das sehen, merken wir, das sind hier bald 90 Mal, dass dieser Begriff im Neuen Testament verwendet wird. Im Alten Testament gibt es das ganz selten. Da gibt es zwar mal so eine Aussage, wie es heißt, der Herr wird einen Lügengeist über die falschen Propheten oder irgendwie sowas geben, irgendwie so sinngemäß. Aber eigentlich ist das Thema Dämonen ein richtig neutestamentliches Thema. Wir werden uns das gleich noch beim Dienst Jesu anschauen. Also nochmal, es gibt einen Teufel, aber viele Dämonen. Übrigens gibt es die Aussage, dass Dämonen gefallene Engel sind. Das kann man biblisch nicht so ablesen. Also da gibt es keinen Hinweis, dass das so ist. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Ne? Weil normalerweise, wenn du dir vorstellst, wie ein Engel sich verhält und Leute, die Erfahrung im Befreiungsdienst haben, die sagen, also das ist schon eine andere Kategorie mit diesen Dämonen. Das ist eher wie so, naja, wie Ungeziefer, ja? Also das ist nicht wie ein Engel, ja? Auch ein gefallener Engel ist immer noch ein Engel, ja? Aber das hier, das ist mehr so wirklich, ja, paar Nummern weiter drunter. Okay, ganz wichtig, und das ist fast das Wichtigste, was du heute mitnehmen musst, ist, die alten Bibelübersetzungen, auch die deutschen, haben einen ganz blöden Fehler. Die haben nämlich geschrieben besessen. Und die haben das Wort Daimonizio, das eben im Neuen Testament vorkommt, mit besessen übersetzt. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Weil, wenn wir das Wort besessen hören, ich habe ein Stück Land besessen, ja, dann ist das ja immer Besitz. Ja, besessen heißt, das ist unter dem Besitz von jemand, nämlich von dem Dämon. Also wenn man schreibt besessen, dann ist der unter der wirklichen Autorität und der Herrschaft und der Macht unter dem Besitz von diesem Dämon. Der Begriff, der hier steht, eigentlich steht da immer dämonisiert werden, das ist die eigentliche Übersetzung, bedeutet, da ist ein dämonischer Einfluss. Ein dämonischer Einfluss, eine Beeinträchtigung, eine Beeinflussung ist was völlig anderes, als wenn man sagt, das ist besessen. Also wenn du sagst, da ist jemand besessen, dann stellst du dir wirklich vor, der ist wie der Gerasener. Ja, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne, der ist wirklich völlig weg. Das ist natürlich etwas, was jetzt wenn man für Christen völlig abwegig ist. Uns besitzt der Herr, uns besitzt der Heilige Geist, ja, und kein Dämon. Das gibt es nicht. Also das Wort besessen ist einer der Punkte, die meiste Verwirrung da verursacht haben. Deshalb sagen wir, unter einem dämonischen Einfluss stehen. Gell? Gut, ganz wichtig. Genau. Oder sagen wir noch besser, einem dämonischen Einfluss ausgesetzt sein. Wenn wir uns jetzt die Evangelien anschauen, merken wir, dass Dämonenaustreibung bei Jesus also fast an erster Stelle kommt. Ich meine, ich habe das auch, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male gelesen, die Evangelien, bis mir das mal bewusst geworden ist, wie massiv das eigentlich im Neuen Testament drin ist, das Thema. Man überliest das immer so und wir werden uns gleich da auch ein paar Stellen anschauen, aber das ist ganz heftig. Und eine sehr interessante Stelle finden wir in Markus 1, ab Vers 23. Also Markus geht recht sportlich da gleich in die Geschichte rein. Ne? Er berichtet als erstes von der Versuchung Jesu durch Satan. Okay, das war schon mal was anderes als dämonischer Einfluss ausgesetzt sein. Das war richtig kernig. Dann fängt Markus eben an, berichtet ganz kurz, der hat die Jünger berufen und fängt an zu
predigen. Und das allererste, was er über die Predigt berichtet, bei der ersten öffentlichen Verkündigung, ist, dass dann Dämon sich manifestiert hat. Und zwar bei einem der Zuhörer. Und zwar in der Synagoge. Der wird ohne großes Federlesen ausgetrieben. Und dann kommt eine hochinteressante Aussage von Jesus. Der misst nämlich diesem Dämonenaustreiben einen sehr hohen Stellenwert zu. Er sagt nämlich, wenn ich durch den Finger Gottes, das ist eine Bezeichnung, die für den Heiligen Geist steht, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Kommen des Reiches Gottes verbindet Jesus direkt mit dem Austreiben von Dämonen. Das ist eigentlich eine ziemlich schockierende Aussage, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, er wurde ja angegiftet darüber und kritisiert und angegriffen. Er sagt, hey Leute, wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes hier gegenwärtig und präsent ist. Und wenn wir dann die Evangelien uns näher anschauen, kann man fast dazu kommen, dass man sagt, naja, heilen, predigen, Dämonen austreiben. Das war so Jesu Job, etwa ein Drittel jeweils, ne? Das war das, was er gemacht hatte. Später in der Urgemeinde hat das dann, da schauen wir uns gleich auch noch ein paar Bibelstellen an, ist das genauso weitergegangen. Ja? Es gibt mehrere Berichte, wie in der Urgemeinde einfach tatsächlich dieses Thema Dämonenaustreibung quasi zum Standardjob gehörte. Und über die Jahre und Jahrzehnte und dann Jahrhunderte verflüchtigte sich das. Und nach meinem Verständnis ist das etwa so. Die Urgemeinde nach Pfingsten hatte eine unvorstellbare geistliche Power und Durchschlagskraft. Und dem Feind gelang es nicht, irgendwie was dagegen zu stellen, um das zu stoppen. Die haben innerhalb von kürzester Zeit, heißt es, sie haben die ganze Stadt mit der Lehre erfüllt. Und nach ein paar Jahren heißt es, sie haben den ganzen Erdkreis mit ihrer Lehre aufgewiegelt. Das die damalige Welt, das war schon mal richtig gut. Ne? Und dann dauerte es 100, 200, 300 Jahre, bis im Grunde genommen es dem Teufel gelang, diese Power der Urgemeinde so weit runter zu kesseln und runter zu schwächen und mit Irrlehren und allem möglichen Blödsinn abzuschwächen, dass sie immer mehr abstieg in der geistlichen Power und auch in der Wahrheit. Und irgendwann landen wir im Mittelalter, wo wir eine völlig degenerierte, pervertierte und mit dem Evangelium überhaupt nicht mehr was zu tun habende Kirche finden. Und dann fing der Herr an, nach und nach langsam diese Wahrheiten wiederherzustellen. Durch die Reformation, indem beispielsweise die Bedeutung des Wortes Gottes statt irgendwelchen schrägen Dogmen wieder bewusst wurde. Ja? Luther, sola scriptura, ne? Und dann die Bedeutung der göttlichen Gnade statt irgendwelche gesetzlichen Werke. Dann später im Pietismus mit den Herrnhuter, dann daraus hervorgehend die missionarische Bewegung, was riesige Wellen überall in der Welt hervorgebracht hat und so weiter. Immer mehr wurden biblische Wahrheiten, die über viele Jahrhunderte verschütt gegangen waren, wiederhergestellt. Beispielsweise das Thema Taufe. So. Dieses Bewusstsein der Bedeutung der Taufe, ja, da haben Christen, ich würde fast sagen, ihr Leben für hingelegt. Ne? Und das ist wiedergekommen. Und wir haben heute, wissen wir das, dann wurde Geistesgaben wiederhergestellt. Ne? Die Bedeutung der Zungenrede, die war Jahrhunderte, die gab es immer. Das ist, kirchengeschichtlich ist das nachvollziehbar, die gab es immer und wurde immer attackiert. Aber irgendwann kam es wieder ins Bewusstsein. Und Gebet für Heilung, Befreiung und diese Sachen. Und wir befinden uns noch auf dem, wie soll ich mal sagen, Prozess, wo das, was die Urgemeinde hatte, sich wiederherstellt. Wir sind da noch nicht. Aber wir werden, bevor der Herr wiederkommt, dahin kommen. Wir werden, bevor der Herr wiederkommt, dieses gleiche Maß erreicht haben. Die Dinge, die der Feind geraubt hat, werden wiederhergestellt. Und eins davon ist die Power und die Kraft und die Autorität und das Bewusstsein, wie man mit irgendwelchen erbärmlichen Dämonen umgeht. Und dieser fast abergläubische Schrecken der Christen
vor dämonischen Aktivitäten muss gebrochen werden. So. Wenn wir uns die Missionsbefehle anschauen, die Verse, da möchte ich euch jetzt ein paar vorlesen, könnt euch die Bibelstellen mit aufschreiben. Matthäus 10, Vers 8. Das waren die Missionsbefehle, die hat er natürlich erstmal an die 12 gegeben, dann einmal an die 70 Jünger gegeben und dann aber auch weiterhin, dann sind das die Dinge, die wir für uns in Angriff genommen haben, weil wir wissen, dass das genauso für uns geht als Nachfolger Jesu, beziehungsweise weil uns das im Missionsbefehl in Markus 16 dann auch so gesagt worden ist. Da heißt es in Matthäus 10, Vers 8, wenn ihr aber hingeht, predigt und erstens sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, zweitens heilt Kranke, drittens weckt Tote auf, viertens reinigt Aussätzige, fünftens treibt Dämonen aus. Jetzt kommt ein Satz, den kennt jeder Christ. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Der steht genau dahinter. Der gehört nämlich zu dieser Aussage im gleichen Vers. Ne? Predigen, Kranke heilen, Tote auferwecken, Aussätzige reinigen, Dämonen austreiben. Das ist etwas, was ihr umsonst empfangen habt und was ihr weitergeben sollt. Ne? So. Markus 3, Vers 15. Und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Was hier natürlich wichtig ist, ist, die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, kommt von niemand anderem als von Jesus allein. Nur im Namen Jesus kann man das machen. Ihr kennt bestimmt diese schräge Story in der Apostelgeschichte mit diesen Söhnen von diesem Skevas, ja, wo dieser Dämonisierte die dann da vermöbelt hat. Die haben ein Ritual draus gemacht. Die haben zwar auch den Namen Jesus gebraucht, aber die haben irgendeinen Hokuspokus gemacht. Die hatten nicht die Autorität des Namens Jesus, sondern die haben den genutzt wie so ein liturgisches Irgendwas. Und das ging in die Hose. Halleluja. Das ist sehr gut, dass das in die Hose ging, weil den Namen Jesus sollten wirklich nur die Leute gebrauchen, die auch in einer tiefen, echten Herzensbeziehung zum Herrn stehen. Ja? Sonst ist das nämlich eine ganz, ganz schräge Geschichte. Markus 6, Vers 7 und Vers 13. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Auch hier das Wort Vollmacht. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Lukas 9, Vers 1 und 2. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über, Achtung, alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Auch hier die Vollmacht. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Wir haben hier häufig die Kombination heilen, befreien, Reich Gottes verkündigen. Und wenn du die Evangelien daraufhin anguckst, wirst du merken, das ist immer dieses Package. Wenn du den Dienst Jesu kritisch unter die Lupe nimmst, wirst du feststellen, dass er zwischen Heilung und Befreiung überhaupt keinen Unterschied macht. Da kommen die zu ihm und bringen jemanden, der geheilt werden muss, weil er krank ist, und er befreit ihn und treibt einen Dämon aus. Es gibt manche Sachen, die auch sonderbar sind. Beispielsweise bei der Schwiegermutter von dem Petrus. Die war da ja mit dem Fieber. Und dann heißt es, er bedrohte das Fieber. Ja, was ist denn das? Ja, das ist ein Geist. Ganz offensichtlich. Das ist irgendwie eine Thematik, wo wir einfach sagen müssen, da brauchen wir wirklich die Weisheit vom Herrn. Geistliche Offenbarung, um was es da eigentlich geht. Ne? Krankheit, dämonische Beeinflussung, dieser ganze Battle, das ist irgendwie nicht so genau auseinanderhaltbar. Jesus jedenfalls hat da keine scharfe Trennung vollzogen. Jetzt schauen wir uns mal die 70 an, in Lukas 10, ab Vers 17. Die hat er ausgesandt und dann kamen sie zurück und berichteten: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen.
Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Ich meine, das ist ja nur wirklich auch eine Aussage, die muss man sich mal wirklich zu Herzen nehmen, was das eigentlich bedeutet. Autorität über die ganze Kraft des Feindes. Kein Mensch von uns und wahrscheinlich auch weltweit kein Mensch. Und wenn es der mächtigste Mann Gottes und Evangelist und sonst was ist, würde ich sagen, lebt da drin, dass er in dieser Autorität wirklich vorwärts geht. Aber das ist das, was Jesus uns gegeben hat. Also, da ist noch Luft nach oben für uns alle. Wird sogar noch doller, er sagt, und nichts soll euch schaden. Nichts soll euch schaden. Das ist eine Aussage, die man vor allen Dingen Leuten, die, wie schon gesagt, so eine fast abergläubische Furcht vor so einem Thema haben, die sich das bewusst machen sollen. Jesus sagt, nichts soll dir schaden. Ich habe dir die Autorität über den Feind gegeben. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Amen. Das ist die richtigen Stellenwert, ne? Also der Dienst, auch der vollmächtige Dienst, ist ja schön. Aber der Grund unserer Freude ist, dass wir gerettet und erlöst sind. Amen. Was auch wichtig ist bei der ganzen Thematik, ist, dass wir den Teufel nicht verherrlichen wollen. Der Teufel ist besiegt. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Übrigens, mit dem zertretenen Kopf denkt sich's ziemlich schlecht. Deshalb ist er manchmal ein bisschen konfuse und unkalkulierbar in seinen Verhaltensweisen, in der Tat. Ne? Der Teufel ist mit dem Herrn nicht zu vergleichen. Das ist nur eine gefallene Kreatur. Ja? Und deshalb sagt Jesus, ihr habt Autorität über ihn, weil er sie uns gegeben hat, weil wir eins sind mit ihm. Wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt, verbunden mit ihm. Und er sagt, der wird den Satan unter unseren Füßen zertreten in Gürze. So, also der Satan ist unter den Füßen. In Gürze. Okay. Befreiung geschieht nur aufgrund des Sieges, den Jesus errungen hat. Und auf sonst gar nichts. Das hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Das hat nichts mit irgendwelchen wohlgesetzten Worten zu tun, mit irgendwelchen religiösen Übungen, Exerzitien und irgendwas, dass du die richtigen Dinge sagst, oder sonst was, gar nichts. Ja, es geht nur aufgrund des Sieges, den Jesus am Kreuz errungen hat. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu vernichten, und das möchte er noch heute durch uns tun. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und das ist unser Job. Diese Vollmacht, die Jesus hier den 12 und den 70 Jüngern gegeben hat, ist auch uns gegeben, nämlich all denen, die ihm nachfolgen und die an seine Macht glauben. In der bekannten Bibelstelle Markus 16, ab Vers 15, ist der Missionsbefehl, den ihr alle kennt: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden, also nicht diese Zeichen können vielleicht oder können unter Umständen, sondern diese Zeichen werden, denen folgen, die glauben. Wir sind diejenigen, die für sich beanspruchen zu glauben. Wir glauben, dass der Herr uns gerettet hat. Wir glauben, dass wir sein Nachfolger sind. Wir glauben, dass wir zum Leib Christi gehören. Wir glauben, dass er durch uns sein Reich bauen wird. Wir glauben. Wir sind diejenigen, für die das gilt. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Erstens, kommt gleich auf den Punkt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Zweitens, sie werden in neuen Sprachen reden. Drittens, werden Schlangen aufheben. Okay, das ist jetzt weniger so unser Job, ne? Viertens, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Fünftens, Schwachen werden sie die Hände auflegen
und sie werden sich wohlbefinden. Und danach geht es weiter, also dann Himmelfahrt. Ne? Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Welche Zeichen? Die Zeichen, die ich gerade vorgelesen habe. Das sind die Zeichen, die das Wort bestätigen, den Wahrheitsgewalt des Wortes Gottes bestätigen. Eine übernatürliche Bestätigung Gottes zu der Verkündigung seines Wortes. Das kannst du dir wie eine Signatur drunter vorstellen, wie ein Siegel. Gott sagt, okay, Siegel drunter, das ist Verkündigung meines Wortes. Bestätige ich durch diese übernatürlichen Zeichen. Übrigens mal ein kleiner Hinweis am Rande. Ich habe mal gehört, Punkt 4, wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Es gibt wohl tatsächlich, also nicht zur Nachahmung empfohlen, in den USA eine ziemlich schräge religiöse Gruppe, die diesen Bibelvers für sich beansprucht und die tatsächlich als geistliche Übung Gift trinken und dann also gucken, ob sie eben überleben. Wahrscheinlich sind diejenigen, die überleben, dann die Glaubenshelden und die anderen haben Pech gehabt, keine Ahnung. Also sehr schräg, sehr, sehr schräg, ja. Ich habe das auch nur irgendwo mal gehört. Aber Tatsache ist es natürlich so, wenn jetzt, sagen wir mal jetzt ernst, Christen in der Verfolgung sind und denen wird irgendwas eingeflößt oder sowas, ja. Ich glaube, für die gilt das. Für die gilt das. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, beziehungsweise gelesen bei Harold Hill, der hat geschrieben, er hat einen Freund, der wacht nachts auf, hat rasende Kopfschmerzen und eiert so also ins Bad und ist also völlig benommen und mischt sich da, also mit so einem Tütchen, ja, die Amis, Wasser da, löst sich das da auf und trinkt das Zeug. Das Dumme war nur, in seinem Zustand hat er nicht gemerkt, dass das ein hochgiftiges Quecksilberpulver war, was seine Tochter benutzt, um ihren Fußpilz zu behandeln, äußerlich. Wenn man merkt, ihm geht es gar nicht gut, und dann guckt er nochmal genauer und dann merkt er das. Und dann überlegt er, was er macht und sagt, Herr, pass mal auf. Hier, guck mal, was da steht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin morgen bei dir und alles ist gut, oder du hältst dich hier an dein Wort und es wird mir nichts schaden. Am nächsten Morgen wacht er auf, kerngesund, keine Kopfschmerzen, kein gar nichts, wie wenn nichts gewesen wäre, alles bestens. Ich glaube, für solche Leute ist dieser Vers geschrieben. Ne? Also wie gesagt, nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Wohingegen das mit den Schlangen aufheben, haben wir ja in der Apostelgeschichte, als Paulus auf Malta war beispielsweise. Ne? Was wichtig ist, ist einfach, dass wir dieses Maß noch nicht erreicht haben. An geistlicher Power. Ich glaube aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir dahin kommen werden. Als Volk Gottes. Als Volk Gottes gesamt. Ne? Weil Jesus hat uns das gegeben. Hat uns diese Autorität gegeben. Und das ist genau der Punkt. Worauf gründen wir denn unsere Position? Und ich sage dir, auf das, was die Bibel sagt. Vergiss deinen schönen religiösen Hintergrund, wo man dir gesagt hat, was geht und was nicht geht. Vergiss, wo dich jemand irgendwie runtergeknüppelt hat und gesagt hat, was du kannst und was du nicht kannst. Wenn Jesus sagt, dass du jemand bist, der diese Autorität hat, bitte, bitte, lies die Bibel, bete, lass dich vom Heiligen Geist leiten und geh in das hinein, was er dir zu sagen, was er dir zu tun aufgetragen hat. Die meisten Christen in der westlichen Welt sind völlig blockiert, in das Eigentliche hineinzugehen, was Gott für sie hat. Wir machen alles Mögliche. Wir machen alles Mögliche. Aber das, was Jesus uns aufgetragen hat, kommt uns so schräg vor. So komisch, so abstrus, so abgehoben. Ja? Dämonen auszutreiben, Himmels Willen. Jetzt drehen sie völlig durch. Wir machen so viele sonderbare Dinge, wo wir meinen, die sind ganz schlau und ganz toll, haben wir uns ausgedacht. Wir sollten wirklich dahin kommen, echt auf die Bibel zurückzukommen und zu sagen, was los ist. Schau, wenn ein Mensch
unter dämonischer Beeinflussung steht. Und du merkst, der Herr will dich gebrauchen, um da dem zu segnen. Kannst du es dir so vorstellen? 100 Leute stehen am Ufer und gucken zu, wie der da mal saufen ist. Geben ihm vielleicht ein paar weise Ratschläge. Aber wenn du merkst, dass der Herr dich gebrauchen will, den zu holen, zu retten, dann bitte, ja, überwinde deine, ne, und geh rein, um dich vom Herrn gebrauchen zu lassen. Die meisten Christen wollen ein super spannendes Leben mit dem Herrn erleben, Zeichen und Wunder. Aber wenn es an dem Moment ist, da reinzuspringen, dann ist da meistens eine sehr große Hürde. In dem Sinne, kümmere dich nicht um die Leute. Kümmere dich um das, was das Wort Gottes sagt. Kümmere dich um das, was das Wort Gottes sagt. Und da möchte ich wirklich sagen, haben uns die Afrikaner einen Riesenvorteil. Die nehmen das, wie es da ist, die glauben es, wie es da steht, machen es und es passiert genau das, was da drin steht. Denn wenn der Heilige Geist dich bittet, etwas zu tun, wird er wahrscheinlich keinen anderen bitten, das zu tun. Er möchte, dass du es machst. Das betrifft eben auch dieses Thema mit diesen ollen Dämonen. 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Heißt in Elberfelder, beziehungsweise bei Luther heißt es, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit. Luther heißt es, einen Geist der Furcht. Wenn wir Christen sind und den Heiligen Geist haben, ist das ein Geist, der keine Furcht hat. Der Heilige Geist hat keine Furcht. Das ist wichtig. Wenn wir empfinden, Hilfe, Hilfe, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich habe da Angst vor, dann kannst du davon ausgehen, dass auf jeden Fall nicht der Heilige Geist ist. Und nochmal, das ist manchmal fast abergläubisch, was wir als Christen für Befürchtungen haben vor irgendwelchen dämonischen Dingen. 3 Beispiele aus der Apostelgeschichte, also die liebe ich ja, die zeigen einfach mal die Power, die die Gemeinde damals hatte. Apostelgeschichte 5, ab Vers 12. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und so weiter. Und sie waren in der Säulenhalle Salomons und so. Ne? Umso mehr wurden hinzugetan Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten. Damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kamen aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte und alle, die alle geheilt wurden, die alle geheilt wurden. Das ist das Level, auf das der Herr uns wieder heben möchte. Dass alle geheilt werden, die krank sind, und dass alle befreit werden, die von dämonischen Mächten gequält sind. Das ist das, worauf wir uns zubewegen sollten. Und das ist das, was die Bibel sagt. Das ist der Level, an dem wir uns orientieren. So, schauen wir uns mal Philippus an. Philippus ist natürlich ein ganz kerniger Typ. Der war nämlich keiner von den 12. Also für den galt es jetzt wirklich nett, wenn du sagst, die Missionsbefehle galten nur für die 12 und nicht für die anderen. Da kriegst du wirklich theologische Schwierigkeiten, wenn du das sagst, weil dann kommst du dahin, dass der ganze Missionsbefehl nämlich dann damals nur für die paar Jungs galt. Aber Philippus, der reißt raus. Philippus ist übrigens die einzigste Person, die im Neuen Testament als Evangelist beschrieben wird. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Halleluja. Was hat er gepredigt? Die neueste Gemeindewachstumsstrategie. Nein, Christus, Halleluja. Der kam auf den Punkt. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde.
indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreinen Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele gelähmt und lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Philippus kam in die Stadt und da ging der Bär ab. Und die Leute haben zugehört. Warum? Weil das in aller Öffentlichkeit stattfand. Die ganze Stadt kam zusammen. Das passierte nicht im Hinterzimmer, hinter der Sakristei, noch zwei Ecken weiter. Das war mitten in der Stadt. Das war fast wie Evangelisation in Afrika. Ne? Und dann schauen wir uns nochmal an, Apostelgeschichte 19, ab Vers 10. Da ist Paulus in Ephesus und da heißt es, dies aber geschah zwei Jahre lang, sodass alle, also die Bibel ist mit der Verwendung des Wortes alle im Neuen Testament nicht zimperlich. Das ist wirklich interessant, wenn man sich das mal anschaut, wann immer da alle steht. Bei Jesus heißt es oft, er kam in einen Ort und heilte alle. Das heißt etliche Male so. Alle sind alle. Ja, da blieb auch nicht die Oma, die nicht mehr laufen konnte, hinten zurück. Alle sind alle. Er heilte alle. Das ist das Level, an dem wir uns orientieren sollten. So, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Hier geht es nicht nur um Heilung, sondern es ging immer auch um dieses Befreiungsding. Ne? Das war hier in der Apostelgeschichte, merkt ihr, gehört das immer zusammen. Sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte. Alle wurden geheilt. Ne? So, die vielen Gelähmten wurden frei und die Dämonisierten wurden frei. Hier die Krankheiten wichen und die bösen Geister wichen. Das ist im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, die für uns ja nun mal eben das Musterbeispiel ist, wie christliches Leben laufen soll, absolut zusammenhängt. Bei Jesus finden wir keinen Unterschied zwischen Heilung und Befreiung und Predigt und hier in der Apostelgeschichte auch nicht. Und wie gesagt, in der Urgemeinde war das absoluter Standard. Wir finden also keine Berichte, dass das irgendwie in Frage gestellt worden ist oder irgendwie nicht praktiziert wurde oder sonst was. Im Gegenteil, ich habe mal eine wissenschaftliche Untersuchung gelesen, da haben Theologen darüber geforscht, wieso gelang es eigentlich dem Christentum, diesem kleinen versprengten Häufchen von irgendwelchen Leuten da aus der Ecke vom Römischen Reich, dieses irrwitzig monströse, brutale, von satanischen Kräften gesteuerte Römische Reich in die Knie zu zwingen. Wie gelang es dem paar Jungs, diesen wahnsinnigen Moloch zu besiegen letztlich? Und diese Wissenschaftler, diese Theologischen, die kamen zu folgendem Schluss. Sie haben gesagt, es gab zwei Gründe. Das erste war, dass die Römer, die waren alles gewöhnt, die haben eine Veranstaltung besucht, wo live sich Leute umgebracht haben vor ihren Augen. Das war Volksbelustigung. Ne? So. Die waren also schon ganz schön kernig. So, und die haben gesehen, zwei Sachen, dass Christen Dämonen austreiben und die Menschen frei wurden. Und sie haben gesehen, wie die Christen sterben. Und da wussten sie, die haben was, was wir mit all unserem Getue hier überhaupt nicht ansatzweise haben. Die haben etwas an Stärke und an geistiger Power und an etwas, was wir nicht haben. Und deshalb haben sich Massen bekehrt. Deshalb war das Christentum hochattraktiv, ja, weil sie wussten, da ist wirklich etwas dran. Jetzt schauen wir uns mal die eigentliche Frage an, weshalb wir hier zusammengekommen sind. Können Christen Dämonen haben? Ich möchte es ein bisschen präziser formulieren. Können Christen unter starkem dämonischen Einfluss stehen? Dämonisiert sein? Ne? Da gibt es die verschiedensten Aussagen, die ich schon gehört habe, die das so ein bisschen ins Lächerliche ziehen und abtun.
Also ein Spruch beispielsweise wie, ach weißt du, der Mensch ist so klein, wenn der Heilige Geist in ihm ist, da ist schon kein Platz mehr für irgendwelche Dämonen. Was für ein Quatsch. Da kann gar nichts anderes mehr drin sein. Ist eine Aussage. Finden wir irgendwo ansatzweise einen biblischen Beleg dafür? Nein. Es gibt nichts, wo man das biblisch mit untermauern könnte. Das ist einfach nur so eine Aussage. Ne? Wenn man sich beispielsweise nur als hilfreiches Bild ein Haus vorstellt, da hast du viele Zimmer, ja, wenn man Jesus in das Haus einlädt, muss man jeden Raum ihm zur Verfügung stellen. Und vielleicht gibt es da noch Räume, die noch nicht ihm zur Verfügung stehen, wo der Heilige Geist noch nicht aufgeräumt hat. Vielleicht gibt es im Keller noch Ungeziefer oder auf dem Dachboden. Vielleicht mockert da noch irgendwo was ganz blöd. Und da gibt es ein paar Räumchen, die hält man noch lieber unter Verschluss. Als Beispiel nur, ne? Also diese Aussage halte ich schon mal für Quatsch. Dann gab es, das war vor allen Dingen bei den frühen Pfingstlern so eine Aussage, die haben gesagt, ja, wenn ein Mensch einmal in Zungen gebetet hat, dann ist er mit dem Heiligen Geist getauft, der kann gar keine Dämonen mehr haben. Ist schon ein bisschen intelligenter, ne? Ist aber auch nicht wirklich biblisch belegbar. Wir kriegen da kein Packend zu. Ich werde gleich darauf eingehen. Oder vielleicht habt ihr mal den tollen Spruch gehört, auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Ja, als Antwort darauf, ob Christen Dämonen haben können. Ja, das ist so ein, mit dem Lacher ist dann abgebügelt, ne? Aber ist das wirklich hilfreich? Ist das wirklich hilfreich? Denn wenn jetzt einer wirklich Not hat und Hilfe sucht, dann bleibt er ziemlich dumm da stehen, wenn du ihm das sagst. Abgesehen davon, ist das ein legitimer Vergleich? Ist der Ofen auch immer heiß? Genauso könnte ich auch sagen, hey, auf dem Ferrari, der 250 fährt, sitzen auch keine Fliegen. Ist doch irgendwie Quatsch. Ja? Das ist eben nach meinem Dafürhalten ist das keine hilfreiche Formulierung. Aber ich habe eine hilfreiche Frage. Ich frage mal, können Christen krank sein? Alicia schüttelt den Kopf. Können Christen krank sein? Wenn man mal wirklich das theologisch sich anschaut und sich bewusst macht, ja, Christen sind neu geboren, eine neue Kreatur, haben ewiges Leben, haben Sündenvergebung, die Macht des Feindes in ihrem Leben ist gebrochen, sie gehören zum Leib Christi, sie sind unter der Herrschaft des Herrn, sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt, am Kreuz wurde alle Leiden, alle Schmerzen, alle Krankheiten getragen. Die Christen haben das Heil ergriffen. Das ist ein Heil, übrigens ein ganz umfassender Begriff, der jeden Lebensbereich beinhaltet. Sie haben das. Ah, können sie wirklich krank sein? Christen? Nehmen wir doch mal Jesaja 53, Vers 5. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier wird in einem Vers, in einem Satz, Sündenvergebung und Heilung zusammengepackt. Jeder von uns weiß, dass ihm die Sünden vergeben sind. Aber hier steht es im gleichen Satz drin, dass uns Heilung geworden ist. Jeder von uns weiß, dass wir mit Krankheit zu tun haben. Da merken wir, da ist eine schwierige Sache. Übrigens geht Petrus auf diese, genau diesen Vers ein, in 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es, unsere Sünden, also Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wir sind den Sünden abgestorben und geheilt, sagt Petrus. Es gibt ja so ganz tolle theologische Konzepte, die irgendwie mit einem monstermäßigen Konstrukt erklären, dass Krankheit ganz toll ist und vom Herrn ist. Das ist wirklich, wirklich, wirklich teuflische Lehre. Ne? Und ich denke, da werden viele Leute hoffentlich noch in Überführung gebracht werden. Denn von der theologischen Herleitung her ist das überhaupt nicht erklärbar. Du kriegst es nicht gepackt, du kannst es nicht zusammenbringen. Wir alle wissen, uns ist die Sünde vergeben, Heilsgewissheit. Und trotzdem haben wir mit Heilung
und also mit Krankheit zu kämpfen. Jeder von uns. Natürlich können Christen krank sein, alle Christen auf der ganzen Welt sind krank. Und genauso haben wir mit dem Problem dämonischer Einflüsse zu kämpfen. Können Christen unter dämonischen Einflüssen stehen? Ja. Denn wenn man versucht, das irgendwie theologisch zu verneinen, dann müsste nämlich genau hier mit dieser verrückten Herleitung auch sagen, ja, Christen können auch nicht krank sein. Das Ganze ist schwierig. Wirklich schwierig. Tatsache ist, Christen sind krank, sind attackiert, haben Schmerzen und Gebrechen. Und jetzt kommt der eigentliche Witz. Nee, Witz ist ein blödes Wort. Das Drama. Wenn wir uns das bei Jesus anschauen, dann merken wir, die Schmerzen und die Krankheiten und die Probleme, die wir haben, Gebrechen, sind bei ihm sehr häufig ja wie in einem großen Topf mit den dämonischen Aktivitäten. In der Apostelgeschichte genauso. Jesus macht keinen Unterschied zwischen Krankheiten und dämonischen Aktivitäten und genauso finden wir es in der Apostelgeschichte. Die Übergänge sind vollkommen fließend. Vollkommen fließend. Eine schöne Bibelstelle finden wir beispielsweise in Apostelgeschichte 10, Vers 38 dazu. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Es steht nicht, die krank waren oder mit Schmerzen und Gebrechen zu tun hatten, sondern er sagt, alle, die geheilt wurden, waren Leute, die vom Teufel überwältigt waren. Zweifellos ist Krankheit eine Macht, eine Krankheitsmacht. Und deshalb spricht man sie übrigens auch im Gebet, bei Krankengebet spricht man sie ja an. Ja? Man geht ja gegen diese Macht vor. Und ob die Macht jetzt den Namen Krankheit hat, irgendeinen, oder ob du sagst, diese Macht kann genauso gut eine dämonische Beeinflussung sein, da sind die Grenzen absolut fließend. Ich behaupte nicht, dass jede Krankheit dämonische Ursache hat oder alle Schmerzen, Gebrechen, wirklich. Aber häufig ist es so, dass man das nicht auseinanderziehen kann, dass man das nicht sauber geschnitten bekommt. Man könnte sogar sagen, es ist fragwürdig, ob reines Gebet für Krankenheilung, ohne die Bereitschaft, Befreiungsdienst zu machen, überhaupt biblisch legitim ist. Im Neuen Testament finden wir da jedenfalls keinen Hinweis zu. Das ist immer ein Package. Krankheit ist auf jeden Fall etwas, wo wir ein Mensch überwältigt ist. Ne? Genau. Ein hilfreiches Beispiel möchte ich euch geben, und da haben vielleicht auch viele von euch schon was gehört, das ist der berühmt-berüchtigte Schalksknecht. Die Story von dem Schalksknecht ist hochinteressant, wenn wir uns um das Thema mit den Dämonen beschäftigen. Der Schalksknecht oder der ungerechte, unbarmherzige Knecht, den finden wir in Matthäus 18, ab Vers 23. Das war der Typ, der die Schuld erlassen bekommen hat und seinem Mitknecht nicht erlassen wollte. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, also mit dem Reich Gottes, dem Herrschaftsbereich Gottes, dem Leib Jesu, sagen wir mal der weltweiten Gemeinde, ne? Bitte ich zu beachten, ja, Reich Gottes, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Das heißt, das ganze Ding, was jetzt kommt, sagt Jesus, da geht es ums Reich Gottes. Es geht hier nicht um die Welt, hier geht es ums Reich Gottes. Und dann hat er da seinen einen Knecht, ne? Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war.
Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Und jetzt wird es spannend. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht. Böser Knecht. Der Begriff böse ist sehr interessant. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig. Wie gesagt, es geht hier um Reich des Himmels, Leib Jesu, Gemeinde, Volk Gottes. Ne? Sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn, der Herr überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt kommt noch eine richtige Backpfeife obendrauf. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. In der Bergpredigt sagt Jesus das nochmal ganz ähnlich. Matthäus 6, Vers 14 heißt es: Wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung euch nicht vergeben. Wenn jemand Christ ist, vergibt ihm der Herr alle Schulden, alle Sünde. Und er wird eine neue Kreatur. Aber es gibt da ein gigantisches Problem. Und das ist Unvergebenheit. Wenn du dir dieses Gleichnis mal richtig anschaust, da wird einem ganz mulmig. Der Herr holt nämlich die vergebene Schuld wieder zurück und sagt: Das wird alles bezahlt. Und das ist alles andere als lustig. Unvergebenheit ist eine extrem schlimme Sünde. Unvergebenheit ist furchtbar. Unvergebenheit ist etwas, was hier dazu führt, dass die Person den Folterknechten übergeben wird. Was sind die Folterknechte? Dämonische Mächte. Und das ist etwas, was in der Seelsorge oder im Befragungsdienst immer und immer wieder bekannt ist. Leute, die Unvergebenheit haben, die sind also wie eine Zielscheibe für dämonische Aktivitäten. Die ziehen das gerade so an, wie ein Magnet. Man hat auch festgestellt, dass das häufig, warum auch immer, vielleicht wegen diesem Folter-Ding, zu körperlichen Problemen, gerade so Arthrose, Knochenprobleme und solchen Sachen führt. Das ist so, dass im Heilungsgebet häufig Leute, die da versiert sind, die sagen: Okay, da hat jemand was mit keine Ahnung, Arthrose und sonst was, Knochenproblemen zu tun, gibt es bei dir ein Problem mit Unvergebenheit? Weil sie einfach wissen: Okay, häufig ist das der Aussagepunkt. Ja? Da gibt es übrigens verschiedenste Bereiche, wenn irgendwelche Krankheiten sind, wo man sagt, könnte da oder da oder da ein Problem sein. Und das ist aber etwas, was Menschen erleben. Folterknechte. Nochmal, hier geht es nicht um die Welt. Hier geht es um innerhalb des Reiches Gottes, innerhalb des Volkes Gottes. Unvergebenheit ist entsetzlich. Öffnet dämonischen Mächten Tür und Tor auf quasi Erlaubnis des Herrn. Das ist echt furchtbar. Folterknechte. Vielleicht kennt ihr den Begriff Quälgeister. Quälgeister. Wenn wir uns Jesu Befreiungsdienst anschauen, merken wir, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es nicht eine einzige Stelle gibt, wo er das irgendwie in einem Nebenzimmer gemacht hat, außerhalb der Öffentlichkeit. Sondern es fand
immer, immer mitten in der Öffentlichkeit statt. Das war also absolut da, wo er war, da geschah das. Gebet, also Predigt, Gebet für Befreiung, Gebet für Heilung. Es war ihm auch nicht peinlich. Im Gegenteil, es gehörte zu seinem Dienst. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, merken wir, dass er fast, nicht immer, aber fast immer diesen Befreiungsdienst im Volk Gottes gemacht hat. Im Volk Israel, dem damaligen Volk Gottes. Das geschah so gut wie nie, ich gehe gleich darauf ein, außerhalb Israels, sondern es geschah innerhalb Israels. Es geschah im Volk Gottes. Der Befreiungsdienst Jesu geschah für das Volk Gottes. Jetzt müssen wir uns nur bewusst sein, die Juden damals, im ersten Jahrhundert, die hatten einen weitaus höheren ethisch-moralischen Standard als wir westliche Christen heute. Ehrlich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, die hatten kein Fernsehen, kein Internet, keine Magazine, keine Nachrichten, keine Zeitung, keine Bücher, keine Computerspiele. Das waren brave, bürgerliche, ordentliche, religiöse Leute, ehrbar. Die besuchten ab und zu den Tempel, die haben ihre Opfer gegeben, die haben die Synagoge besucht, die haben ihre Arbeit nachgegangen und so weiter. Die Möglichkeiten, in dämonische Abhängigkeiten zu geraten, waren deutlich geringer als heute. Trotzdem hat Jesus da massenhaft Dämonen ausgetrieben, innerhalb des Volkes Gottes damals. Die Leute waren nach meiner Meinung nach weitaus weniger gefährdet als wir heute. Alle, wie wir hier sitzen. So, Markus Evangelium. Das erste, was berichtet wird, ist, nachdem Jesus von der Versuchung aus der Wüste kommt, die Jünger beruft, fängt an zu predigen und dann geschieht Folgendes. Markus 1, Abvers 21. Und sie gingen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Synagoge. Vor Gottes, Synagoge, lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf. Wo war der Geist? In der Synagoge. Der war im Gottesdienst. Vielleicht wusste der nicht, dass der eine dämonische Beeinflussung hatte. Vielleicht wusste es auch kein anderer. Aber als Jesus kam, hat dieser Dämon sich irgendwie manifestiert. Wo? Im Gottesdienst. Und dieser unreine Geist schrie und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Hier haben wir ein interessantes Ding, was im Befreiungsdienst durchaus häufig vorkommt, diese Mixtur zwischen ich und wir. Ja? Was haben wir mit dir zu tun? Kommst du uns zu verderben? Ich kenne dich. Häufig sind in einer Person mehrere dämonische Mächte, dann ist da irgendwie so einer, sagen wir mal, der an oberster Stelle sitzt, ja, und quasi die anderen unterjocht und spricht. Aber häufig ist eben dieses Ich- und Wir-Ding kombiniert. Und das eben auch hier. Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Wo? Mitten im Gottesdienst. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht? Den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Am gleichen Tag abends, das war ja Schabbat, nachdem die Schabbatruhe vorbei war, hielt Jesus sozusagen seinen ersten öffentlichen Heilungsgottesdienst. Am gleichen Tag. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und
wie gesagt, hier steht Besessenen, zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Also mitten in der Stadt, alle waren da, alle Leidenden, alle Besessenen, alle Kranken. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt. Die Kunde von ihm ging von diesem einen Gottesdienst sowas von aus in diesem Nest Kapernaum, ja, dass sofort sich alle zusammengerottet haben und gesagt haben, hier ist was, hier ist was. Und sie haben nicht nur die Kranken gebracht, sondern auch die Besessenen gebracht, die Dämonisierten. Dann geht's weiter. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidenden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also dieses Ding, dass der Herr in die Gottesdienste gegangen ist, es dort, wie auch immer, zu dieser Konfliktsituation kam und sich diese dämonischen Mächte manifestiert hatten, gehörte scheinbar zum Standard. Wo immer er auftauchte, manifestierten sich die Dämonen. Und wenn er in der Synagoge auftauchte, manifestierten die sich in der Synagoge. Also, in der, heute würden wir sagen, in der Gemeinde. Der Dienst Jesu fand im Volk Gottes statt. Soweit ich das verstehe, nach meinem Verständnis, gibt es nur zwei Beispiele im Neuen Testament, wo Jesus außerhalb des Volkes Gottes Dämonen ausgetrieben hat. Die schauen wir uns mal an. Das erste findet ihr in Markus 7, ab Vers 24. Die Syrophönizierin. Da heißt es: Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus, also heidnisches Gebiet, nicht Israel, nicht Volk Gottes, raus aus diesem Gebiet, außerhalb des Volkes Gottes. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Interessant, ne? Und er konnte nicht verborgen sein. Und sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen, also ein kleines Kind, einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Bei dieser sehr bekannten Story geht es um nichts anderes als eine Dämonenaustreibung. Hast vielleicht schon manche Predigt drüber gehört, aber hier geht es nur um das Thema Dämonenaustreibung. Und er sprach zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden. Kinder ist das Volk Gottes, ist Israel. Oder heute die Gemeinde. Denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder, es geht um Befreiungsdienst, zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Hunden war der Begriff für Heiden. Im Grunde genommen sagt er: Frau, du willst, dass ich deine Tochter befreie, das gehört dem Volk Gottes und nicht solchen Heiden wie dir. Das ist das, was Jesus hier sagt. Sie aber antwortete und spricht zu ihm: Ja, Herr, aber auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in das Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Hier sagt Jesus sehr deutlich: Befreiung ist fürs Volk Gottes, nicht für die Welt. Aber die Frau, weil sie dran blieb, hat es trotzdem erreicht. Hartnäckigkeit. Das zweite Beispiel ist dieser berühmte besessene Gerasener. Das kommt in den Evangelien richtig häufig vor. Einmal bei Matthäus werden es als zwei Personen genannt, ansonsten bei Markus und Lukas ist es dann einer. Und ich lese hier aus Markus 5, ab Vers 1.
Also dieser besessene Gerasener, den würde ich wirklich als besessen bezeichnen. Ne? Was man hier wissen muss, ist, dass die Gegend, wo der war, nannte man Dekapolis, 10-Städte-Gebiet. Und das gehörte zur römischen Provinz Syrien. Das war so eine Art Mischgebiet. Da gab es Juden, aber da gab es auch irgendwelche angesiedelten Heiden. Und deshalb gab es da auch diese Schweine. In Israel gab es keine Schweineherden, aber da gab es Schweineherden. Das war ein Mischgebiet, das war auch heidnisches Terrain sozusagen. Auf das Gebiet, wo Jesus sich dahin bewegt hat. Also nicht Volk Gottes, sondern er ist rausgegangen. So, und sie kam ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und so weiter. Da lief ihm von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Da möchtest du nicht vorstellen, was der gemacht hat. Und niemand konnte ihn mehr binden. Auch nicht mit Ketten. Okay, das ist schon sehr derb. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Das ist so ja das Bild, was man hat, wenn man denkt, da ist jemand besessen. Der ist also völlig out of order, ja, und ist, vernichtet sich selbst. Das sind, gibt es Menschen, ja, die halt bei uns dann in geschlossenen Anstalten weggesperrt sind, wo ein entsetzliches Elend herrscht, was wir aber in der Gesellschaft nicht mitkriegen, weil die eben unter Verschluss sind. Das ist in Afrika übrigens anders. Da gibt es beispielsweise gewalttätige Leute, die werden dann wirklich angekettet. Ja, oder haben so kleine Ketten, dass sie also nur den Gänsefüßchen laufen können oder sonst was. Die gibt es also fast in jedem Dorf. Manchmal Kinder. Oder es gibt Besessene, die rennen jahrelang nackt rum. Ja, beschmeißt sich ständig mit irgendwelchem Dreck oder sonst was. Wenn so jemand natürlich bei einer Evangelisation sich bekehrt und befreit wird, dann kriegt es wirklich die ganze Stadt mit. So wie zur Zeit Jesus. Bei uns sind diese Herrschaften alle irgendwo, weit weg. Als er aber Jesus sah von Ferne, und jetzt kommt der interessante Punkt, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Da hast du wieder dieses Ding mit ich und wir. Ja, pass mal auf. Eine Legion sind 5.000 bis 6.000 oder 4.200 bis 6.000 Leute. Okay, gehen wir mal davon aus, in diesem Menschen waren, wie viel auch immer, mehrere tausend Dämonen. Der hockt jetzt da oben auf seinem Grabhügel und sieht da unten Jesus kommen. Was macht der? Der rennt zu Jesus. Was glaubst du, haben die 5.000 bis 6.000 Dämonen in dem veranstaltet? Genau. Die haben den absoluten Aufstand geprobt. Die haben den absolut vollkommen alles auf den eingegriffen, um den davon abzuhalten. Aber er ist trotzdem zu Jesus gelaufen. Das ist eine interessante Story. Die Dämonen, obwohl die so eine Macht über den hatten, konnten letztlich den Willen dieses Menschen, Jesus zu begegnen, nicht verhindern. Das ist eine grandiose Story. Er ist zu Jesus gelaufen, weil er wollte. Und dann sofort dieser Konflikt hier mit den Dämonen. Ne? Und ihr kennt die Story, dann verhandelt Jesus mit denen sogar. Ja? Die sagen dann hier, also wir wollen nicht da, lass uns in die Schweineherde da fahren mit 2000 Schweinen. Und Jesus gestattet denen das sogar, verrückterweise. Ne? So. Und dann gibt es da Stress, weil diese Schweinehirten da halt gesehen haben, dass da jetzt ein riesen wirtschaftlicher Schaden entstanden ist und so weiter und so weiter. Und dann war aber so, dass sie gesehen haben, dass dieser Besessene auf einmal gekleidet war, bei klaren Sinnen war, ne, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. So, und dann kamen die Leute und haben gesagt, hier bitte zieh aus unserem Gebiet raus. Warum auch immer.
Der Typ wollte dann mit Jesus mitgehen. Und Jesus hat gesagt, nein. Er hat gesagt, nein, bleib hier bei deinen Leuten, verkündige das, was dir widerfahren ist, aber du kommst nicht mit. Wahrscheinlich, weil das ein unbeschnittener Heide war. Deshalb hat er gesagt, im Grunde genommen, die Zeit für die Heiden ist noch nicht da. Wahrscheinlich. Das ist der einzige Grund, warum erklärbar ist, warum Jesus sagt, nein. Ich glaube, dass der später irgendwann natürlich zur Gemeinde gekommen ist und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt hat Jesus gedacht, nein. Ne? Geh hin in dein Haus zu den Deinen, verkündige ihnen, welche große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und das hat der Typ auch getan. Der hat also richtig da in der ganzen Region hat er Zeugnis gegeben. Der Mann wollte zu Jesus und der Wille des Menschen konnte vom Feind nicht gebrochen werden. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das gilt für uns. Der Wille ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Der Feind kann unseren Willen nicht übernehmen. Und Gott übernimmt ihn nicht, sondern respektiert ihn. Durch unseren Willen entscheiden wir, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ob in der ewigen Verdammnis oder bei dem Herrn. Durch unseren Willen. Und die Menschen können sonst wie dämonisiert sein. Der Wille ist der entscheidende Faktor. Ob jemand frei werden will oder nicht. Wer frei werden will, kann frei werden. Ganz, ganz wichtig. Der Teufel kann es nicht verhindern. So, Fazit bei dem Ganzen. Jesus diente mit Befreiung in erster Linie im Volk Gottes. Nicht in der Welt. Deshalb ist der Befreiungsdienst etwas, was in erster Linie für das Volk Gottes ist. Nicht für die Welt. So, Befreiungsdienst ist deshalb etwas, was für Christen ist. Und da merkst du, wie raffiniert die feindliche Propaganda ist. Wir denken, ja, das ist für irgendwelche ganz weit in irgendwelche Profis, Missionare in Afrika, die da irgendwelchen Personen da begegnen, die mit weggedrehten Augen und Schaum vom Mund sich auf den Boden wälzen und sowas. Ja, ja, da! Und wir kapieren gar nicht, dass das etwas ist, was für das Volk Gottes gilt, damit wir frei werden von den Dingen, die uns quälen und gebunden halten und wo wir nicht rauskommen, als so vielen Dingen, mit denen wir zu kämpfen haben. Der Herr bietet uns Freiheit an, und die feindliche Propaganda ist so schlau, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen, dass das tatsächlich für uns gilt. Gilt für irgendwelche, aber nicht für uns. In dem Zusammenhang ergibt sich eine ganz interessante Frage. Wenn der Befreiungsdienst in erster Linie für Christen ist, ist es denn dann überhaupt sinnvoll und statthaft, für Nichtchristen Befreiungsdienst anzubieten? Und da gibt es jetzt auch wieder eine super interessante Bibelstelle, die das Ding auslegt. Die kennt ihr auch alle. Lukas 11, Abvers 14. Das ist die bekannte Stelle. Da hat Jesus auch einen bösen Geist ausgetrieben, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Die Menge verwunderte sich, einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Das ist das, was Leute, die im Befreiungsdienst stehen, auch heute noch immer und immer und immer wieder gesagt bekommen. So, Jesus aber sagt, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes ja zu euch gekommen. Und jetzt kommt die Aussage, um die es mir geht. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, so überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, und jetzt bitte ich es zu beachten, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin,
und nimmt 7 andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem Menschen hernach ärger als zuvor. Ja, diese Rede Jesu hat zu einer riesigen Verwirrung und Konfusion unter den Christen geführt. Weil man nämlich hier im Grunde genommen sich alles Mögliche an Horror vorstellt, was jetzt da passieren kann, wenn man denn Befragungsdienst macht. Nach dem Motto, um Himmels Willen, bloß nicht mit sowas anfangen, hinterher wird es viel schlimmer. Hallo, der Punkt ist, das Haus ist leer. Das Haus ist leer. Der Mensch hier hat Befreiungsdienst erlebt, aber das Haus wurde nicht mit was anderem gefüllt. Heißt, nicht mit Heiligen Geist. Der hat sich nicht bekehrt. Nach meinem Verständnis ist das die Story, wo ein Mensch Befreiung erlebt hat, aber sein Leben nicht Jesus gegeben hat und nicht wiedergeboren ist. Und dann geht das Ding völlig nach hinten los. Und deshalb, so verstehe ich das, ist Befreiungsdienst an Nichtchristen ohne Evangelisation echt kontraproduktiv. Echt kontraproduktiv. Aber dieser ganze Block hier, da geht es um eine Person, die sich nicht anders füllen lässt, die sich nicht vom Herrn füllen lässt, die sich nicht vom Heiligen Geist füllen lässt. Deshalb ist es so extrem wichtig, dass man als Christ wirklich sich von der Gegenwart des Herrn immer mehr erfüllen lässt und in diesen Prozess der Heiligung hineingeht. Wenn der Heilige Geist in uns ist und die Dämonen draußen sind, dann ist da in der Tat dann kein Platz mehr. Dann kann eine dämonische Beeinflussung vielleicht versuchen reinzukommen. Aber sowas hier, dass die Person überwältigt wird und wie es hier heißt, es wird hernach schlimmer, das gilt nicht für Menschen im Volk Gottes. Da bin ich sehr sicher. Wenn wir bei Philippus das anschauen in Apostelgeschichte 8, da gibt es eine interessante Reihenfolge. Der hat, in dem, wie er gepredigt hat, hat er zuerst Befreiungsdienst gemacht, dann Glauben, also das im Glauben ergreifen und direkt danach die Taufe. Das war bei ihm das Package. Ja, ist ja auch so, manche Menschen sind natürlich von dämonischen, also Nichtchristen, von dämonischen Mächten so blockiert, dass sie sich quasi nicht bekehren können. Das erleben Leute in der Seelsorge mit irgendwelchen Leuten, die steinalt sind, im Sterben liegen und sich nicht bekehren wollen. Du sagst, was haben die noch zu verlieren? Warum? Ja, das ist so von dieser dämonischen Macht über die Jahrzehnte im Griff, dass da einfach kein Freiraum ist. Ja, die können sich nicht bekehren. Und da muss erstmal im Grunde genommen dieses Ding gebrochen werden. Die Person muss frei sein. Und dann, wenn das passiert, dann kann sie sich bekehren. Aber Befreiungsdienst unter Nichtchristen ohne Bekehrung ist nach meinem Verständnis kontraproduktiv. Ich hatte schon gesagt, in unseren Gemeinden oder unter Christen gibt es natürlich viele, viele Menschen, die kämpfen mit verschiedensten Problemen. Ich hatte schon vorhin erwähnt, Pornografie. Ein anderes Thema sind beispielsweise alle Arten von Ängsten. Es gibt so viel, also wir merken, dass wir haben ein paar Bücher über Angst bei uns im Shop, wie die bestellt werden. Wie Leute uns anschreiben mit Gebetsanliegen, wie sie wirklich von Angst gequält sind. Also Angst, ganz unterschiedliche Arten von Angst, auch Menschenfurcht, ja, Panikattacken, sonst was, sind sowas von furchtbar. Eine Geißel des Volkes Gottes. Angst. Ja. Das kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Kann sehr, sehr leicht in so einen Kontrollgeist überschlappen. Ja. Wenn ich Furcht habe für irgendwas, dann, ja, kommt da so ein Kontrollding rein. Kann sehr schnell in Manipulation kommen. Also da sind, gerade wenn Leute von Angst getrieben sind, ist es ganz super gefährlich. Dann natürlich jede Form von Suchtverhalten. Zwänge. Derek Prinz schreibt, also wenn er ein Wort nennen soll, was dämonische Strukturen am deutlichsten macht, dann ist es Zwang. Zwanghaftes Verhalten. Wenn man gegen seinen Willen irgendwas tun muss. Oder tut.
gegen die eigene Überzeugung, gegen das, was man möchte, gegen das eigene Herz, tut man was und man schämt sich hinterher oder klagt sich an oder sonst was. Das ist dämonisch. Häufig auch Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Verdammnisgedanken. Der Heilige Geist bringt Überführung von Sünde. Die feindlichen Mächte, die Dämonen, bringen Verdammnis. Das ist eine völlig andere Story. Dann natürlich alle Arten von irgendwelchen Stimmen, die einem Menschen irgendwas einreden. Blasphemische Gedanken, die urplötzlich angeflogen kommen. Denkst an nächstes auf einmal, baff, denkst du, was ist denn das? Völlig abartige Sachen. Zerstörerische Impulse gegen sich oder andere. Selbstmordgedanken. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute solche Gedanken haben wie, wirf dich vor den Zug. Ja, stehst du an der S-Bahn, U-Bahn oder hier von mir aus beim Kanzler, sonst was, wirf dich davor. Machten die Leute natürlich nicht, aber dieser Impuls, das ist dämonisch. Wie urplötzlich kommt das angeflogen? Auf einmal. Und die Menschen wollen das natürlich nicht. Das ist eine Qual. Die wollen davon frei sein. Und im Grunde genommen geht es uns so ähnlich wie Paulus diesen Herzensschrei in Römer 7 einfach formuliert. Ja, da geht es nicht um dämonische Aktivitäten in erster Linie, aber wo es um die Macht des Gesetzes und die Macht des Fleisches geht, wo er sagt, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nur nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und zum Schluss kommt er zum Fazit, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dieser Aufschrei, das ist das, was tatsächlich nicht wenige Christen beschäftigt. Ja, wo sie sagen, Mensch, ich will es nicht. Ich will mir den Dreck nicht angucken. Aber irgendwie, ich schaffe nicht. Es kommt immer und immer und immer wieder ist dieses Ding. Und ich hatte vorhin hier dieses Buch von dem Dings hier erwähnt. Der sagt halt, durch Disziplin und durch Heiligung und durch Beschäftigung mit dem Wort Gottes kannst du in vielen Bereichen frei werden. Aber wenn du merkst, dass da was ist, wo du einfach keinen Sieg hast, dann musst du einfach gegen diese dämonischen Aktivitäten angehen. Erstmal selber und wenn du merkst, dass du da nicht weiterkommst, dann eben tatsächlich mit anderer Hilfe. Die Disziplin, der Weg der Heiligung, ist super wichtig, ist notwendig, aber man kann damit nicht alles erreichen. Ja? Ich glaube, Paulus war einer der diszipliniertesten Menschen, die auf dem Globus jemals gewesen sind. Aber er hat das erlebt. Er schreibt das ja von sich. Wir wissen nicht, was der für Probleme da hatte, über die er hier schreibt. Aber dieser Aufschrei, ich glaube, dass das vielen, vielen Christen so geht. Ich hatte beispielsweise vor Jahrzehnten, war ich Ältester in einer Gemeinde, und da gab es eine Familie und diese Familie hatte ein Problem mit Geiz. Geiz. Todsünde. Geiz. Also exzessiv. Das habe ich also im Grunde genommen nie wieder so erlebt. Geiz. Das hat in dieser Familie ein abartiges Elend und Not hervorgerufen. Diese Macht von Geiz. Und weiß nicht, wie wir drauf kamen. Irgendwie sprach ich mit dieser Frau mal. Die war Christin, ging das Jahrzehnt in die Gemeinde und sagte zu mir, ach, Bruder Baron, wissen Sie was? Ich gehe schon seit Jahrzehnten mit meinem Problem in diese Gemeinde. Und ich gehe stets mit meinem Problem auch wieder nach Hause. Was für eine Katastrophe. Der Ort, wo die Menschen heil werden sollen, wo sie frei werden sollen von diesen Bindungen, Ketten, Fesseln, die Gemeinde, ja, wird keine Hilfe gewährt.
Und das ist das, was nach meiner Meinung nach in vielen, vielen, vielen Gemeinden, in der gesamten westlichen Welt eben das Problem ist. Die meisten Christen trauen sich gar nicht, irgendetwas zu sagen, womit sie Probleme haben. Sie haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Da ist keiner, wo sie wissen, wenn ich mich dem zuwende, der weiß, wo mein Problem ist und der kann auch deine Vollmacht beten. Sie sind fast hilflos ausgeliefert und erdulden die Machenschaften des Feindes über sich. Und versuchen irgendwie zu überleben. Und das ist wirklich eine Tragödie, weil das ist nicht das, was der Herr für uns hat. Der Herr hat uns Freiheit gegeben. Ein Geist der Freiheit. Echte Freiheit. Auch Freiheit von dieser Feindesmacht. Es gibt auch diesen schrägen Gedanken nach dem Motto, naja, ich tue den Dämonen nichts, dann lassen die mich auch in Ruhe. Das kannst du vergessen. Eine friedliche Koexistenz ist nicht machbar. Kein Waffenstillstandsding. Ja? Wenn du meinst, den Feind in Ruhe zu lassen, das nimmt er gerade als Einladung. Dämonen sind keine Mächte, mit denen man handeln kann. Also Leute, die im Befreiungsdienst erfahren sind, die behandeln die so etwa wie so einen räudigen Hund. Ja, den du also mit dem scharfen Kommando im Grunde genommen sagst, er soll verschwinden. So von der Art und Weise. Ja, mit dem räudigen Hund verhandelst du nicht, diskutiert nicht, wie viel vom Haus er denn gerne hätte oder was. Ja? Wir müssen da ein richtiges Bild für haben. Ja, und es gibt wie gesagt auch viele Gerüchte, was irgendwer mal irgendwo gehört hat von irgendwem, was da angeblich passiert sein sollte. Wie gesagt, prüf erstmal die Gerüchte, bevor du es weitergibst, was du da, ob da irgendwo ein Quäntchen Wahrheit halt nachvollziehbar drin ist. Und dann die feindliche Propaganda mit den Horrorfilmen. Sehr raffiniert. Sehr raffiniert. Kurz und gut, das Ganze ist eine Mixtur, die eigentlich wirklich ätzend ist. Weil das Volk Gottes hat die Freiheit, aber irgendwie ist es so mit irgendwas zugekippt, dass es sie nicht ergreift, dass es sie nicht erkennt, dass es sie nicht versteht. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Die Vollmacht der Urgemeinde wird wiederhergestellt werden. Es wird wieder dahin kommen, dass in Power und Kraft wirklich die dämonischen Mächte öffentlich zur Schau gestellt werden. Und das Reich Gottes verkündet wird. Es wird wieder erkennbar sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die dem Herrn dienen und denen, die ihm nicht dienen. Das kommt auf uns zu. Der Herr hat uns dazu beauftragt. Er hat uns dazu beauftragt. Genau. Ich möchte noch was sagen dazu, wie jetzt eigentlich diese dämonischen Mächte in Menschen, in Christen, Zugang gewinnen. Zum einen ist es natürlich so, dass es, warum auch immer, dämonische Beeinflussung gibt, wenn ein Mensch sich bekehrt. Ich glaube nicht, weil wenn ein Mensch sich bekehrt, dass er komplett von allen dämonischen Mächten frei ist. Manchmal gibt es das. Leute bekehren sich, zack, sind sie von irgendwelchem Alkoholismus oder was frei. Und der andere eben nicht. Ne? Der muss noch jahrelang kämpfen gehen. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber es gibt auch Leute, die bekehren sich und sind von irgendwelchen Krankheiten frei. Urplötzlich. Ja? Andere nicht. Also da gibt es Dinge aus dem Zeitraum, bevor Menschen sich bekehren. Dämonische Beeinflussung. Aber natürlich auch danach. Und meist hat man so die Vorstellung, also diese dämonische Beeinflussung, da muss ein entsetzliche Gräueltaten müssen da sein, furchtbare Sünden, die dem Feind die Tür öffnen, damit er da reinmarschieren kann. Stimmt. Aber nicht nur. Bei den meisten Christen sind die Gräueltaten sehr beschränkt und die furchtbaren Sünden auch. Und
Trotzdem finden die irgendwie Zugang. Das schauen wir uns gleich mal an. Natürlich ist es logischerweise jede Form von Okkultismus. Jede Form von falschen Eiden, jede Form von irgendwelchen Beschäftigungen mit, keine Ahnung, Hexerei, Zauberei, irgendwelchen Dreck. Natürlich. Ja, wurde mit dem Feind irgendwie dich veröffnet, bewusst. Natürlich ist es bewusste Sünde, die dem Feind den Zugang öffnet. Aber beispielsweise auch unnützes Gerede. Die Bibel warnt uns sehr scharf vor unnützem Gebabbel. Ich erinnere mich an einen Fall, da hat ein Arbeitskollege, wir haben einfach geredet, der hatte Stress mit dem Vorgesetzten und hat gesagt, ach, der XY, der bringt mich noch ins Grab. Das ist eine Aussage, die ist blöd. Durch solches unnütze Reden, ja, das Kind ist ein echter Sargnagel, ja, diese Dinger, ist das im Grunde genommen fast wie eine Einladung für den Todesgeist. Da gibt es auch sehr viel deutlichere Sachen, ja, wo Menschen wirklich, ach, wenn die sagen, am liebsten wäre ich tot. Ja, meinst du denn, der Feind hört sich das zweimal an? Der nimmt das als eine geniale Einladung. Deshalb, wenn Leute immer davon reden, ja, dass die Krankheit vom Herrn ist, die brauchen sich nicht wundern, wenn sie krank sind. Der Feind nimmt das glatt als Pauschaleinladung an. Kommt ihn gar nicht besser in den Kram. Dummes, unnützes, böses Gerede. Wer sich damit Probleme hat, sollte mal Jakobus lesen. Über die Zunge. So. Aber viel problematischer für uns Christen ist was ganz anderes. Das ist nämlich Situationen von Ohnmacht, von Erschrecken, von Furcht, von Ausgeliefertsein. Der Feind belauert einen sozusagen und immer wenn man eine Situation hat, wo man wehrlos ist, da ist wie wenn er zuschnappt. Kannst du dir so ähnlich vorstellen, wie wenn man einfach körperlich geschwächt ist, ja? Und ist man eben einfach anfälliger für Krankheiten. Ne? Holst du eben schneller irgendwie deinen Infekt. So und so ähnlich ist das hier. Der lauert und wann immer so eine Ohnmachtssituation ist, so ein Ausgeliefertsein, so ein traumatisches Erlebnis, zack, da ist er ganz schnell dabei. Eine super gefährliche Verkehrssituation. So. Dieses Ding. Das sind solche Situationen. Oder beispielsweise Geburtsprozess. Geburtsprozess ist völliges Ausgeliefertsein für Mutter wie Kind. Und in der Seelsorge und beim Befragungsdienst ist es so, dass das Thema häufig da feststellt, da gibt es im pränatalen Bereich Schwierigkeiten. Da gibt es im Geburtsvorgang Schwierigkeiten, wo einfach in dieser Situation eine dämonische Beeinflussung kommt. Überhaupt sagen die Leute, die sich damit auskennen, dass die meisten dämonischen Einflüssen letztlich auf der Kindheit basieren. Wegen irgendwo, wo man als Kind eben wehrlos ist in einem gewissen Rahmen und das einfach schamlos ausgenutzt wird. Ich habe in dem Buch steht, glaube ich, ein Beispiel drin, da hat jemand einfach nur ein Kind, ein Junge, hat sich bei seinem Bruder im Plattenschrank darum geschnüffelt und hat sich da die Plattencover angeguckt und da war ein satanisches Plattencover. Und er konnte sich später genau daran erinnern, er hat sich das Cover angeguckt und es fuhr etwas in ihn. Da war irgendwie, war er erschreckt. Ja, da war etwas, was es gepackt hat. Der Feind sucht die schwächsten Momente und den schwächsten Punkt und nutzt das ganz schamlos aus. Und deshalb ist es häufig so, dass Leute sich an ein traumatisches Erlebnis erinnern können und sagen, da fing es an. Wir hatten vor kurzem eine Story, wo eine junge Frau uns Folgendes berichtet hat. Die hat gesagt, sie hatte mit Schmerzen und Krankheitsphänomenen zu tun und so weiter. Und sie hat im Internet gesurft, was das ist, und sie hat das gelesen. Und dann stand da, das und die Art von Krebs. Und sie sagt, es fuhr wie ein Blitz in sie. Und seitdem hat sie Panikattacken.
Und so ist es häufig, dass Leute sich daran erinnern können, wann begann das? Sehr häufig ist es brutale Ablehnung. Ja, deshalb ist Mobbing furchtbar. Ja, wenn man so in so einer scharfen Ablehnung ist, wenn man ausgegrenzt wird und so weiter. Das ist etwas, wenn man einfach, wo einfach der Feind das ausnützt. Und dann ist es gut, wenn man das versteht. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche perversen Sünden beginnt, sondern einfach, indem man in einem Moment der Schwäche vom Feind überwältigt worden ist. Jesus hat gesagt, die vom Teufel überwältigt wurden, hat er geheilt. So, der Teufel versucht uns zu überwältigen. Wir müssen das einkalkulieren, dass dieses Problem einfach da ist. Das heißt nicht, dass wir als Christen willentlich, wissentlich irgendwelche Verrücktigkeiten machen, um dem Feind die Tür zu öffnen. Wer das macht, ist selber blöd. Ja? Sondern, dass er einfach, weil er eine ganz miese Socke ist, uns versucht zu überwältigen. Und da können wir dagegen angehen. Dagegen können wir stehen. Wir können sagen, nein, das akzeptiere ich nicht. Diese dämonische Beeinflussung schmeiße ich raus. Aus meinem Leben. Und wenn ich es mit der Hilfe des Herrn nicht allein hinkriege, dann suche ich mir Hilfe mit anderen Geschwistern, die mir helfen, dass ich da frei werde. Ich habe vorhin gesagt, eines der größten Hindernisse für Befreiung ist die Weigerung, anderen zu vergeben. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ein weiteres großes Hindernis ist die Weigerung, Buße zu tun. Buße zu tun. Interessant, wie viele Christen sich weigern, Buße zu tun für irgendwas, was doof läuft in ihrem Leben. Aber durch Buße tun, Umkehr, Kurskorrektur, ja, wieder in die richtige Richtung laufen, tun wir dem Feind seinen Anspruch im Grunde genommen wegnehmen. Und das ist es, was wir machen müssen. Das Ganze ist natürlich, wenn man sich detailliert damit beschäftigt, ganz, ganz, ganz komplex. Da gibt es eine unüberschaubare Fülle von Problemen, auch vor allen Dingen von der Vergangenheit, von Erbschuld, von sonst was, wo Leute mit zu tun haben können. Ja? Beispielsweise Leute, die mit Freimaurerei zu tun haben, die verfluchen sich und ihre Kinder auf sonst was wie viele Generationen. Ja, das ist abartig. Ne? Da gibt es, oder mit hier Nazi, irgendwelche Schwüre und sonst was, Fahneneid und allen möglichen Dreck. Also das ist wirklich übel, was es da gibt. Und manchmal muss man forschen und gucken, einfach oder vom Heiligen Geist sich zeigen, was ist eigentlich das Problem hier? Aber das kann man nicht über einen Leisten scheren. Da muss man wirklich schauen, was ist im Einzelfall dran. Und da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Ne? Da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Aber die Bibel sagt uns immer wieder, dass das, was verborgen ist, ans Licht kommt. Das gilt auch für uns Christen. Die verborgenen Dinge werden ans Licht kommen. Die verborgenen Dinge sind diejenigen, wo der Feind Macht über uns hat. Und wenn die ans Licht kommen, ist das das Beste, was passieren kann. Das ist nämlich der Prozess, wo wir frei werden davon. Und deshalb ist es super, super wichtig, dass wir bereit sind, immer bereit sind, Buße zu tun. Buße zu tun, um frei zu werden von dem, wo der Feind uns einfach bedrängen will. Also, anderen bereitwillig zu vergeben und Buße zu tun. Es gibt viele, viele Dinge. Kritikgeist beispielsweise ist etwas, ja, was der Feind nutzt. Ja? Oder jede Form von Ablehnung. Religiöse Strukturen, wenn Leute sich wirklich in so ein, wie soll ich mal sagen, so religiöse Übungen ergeben. Das Verrückteste habe ich mal in Jerusalem erlebt. Ja? Eine Frau hatte da so diese Kerzchen, die sie da anzündet, war orthodox oder was, ja. Und keine Ahnung warum, die hatte wohl also sich vorgenommen, sie wollte wie viel 100 Kerzen anzünden, hat also da die Kerzen angezündet, ausgepustet, angezündet, ausgepustet, angezündet, ausgepustet, angezündet, ausgepustet. Und hat wohl damit gedacht, dass es dem Herrgott gefallen tut oder was. Das ist religiöser Geist. Sich auf irgendwelche schwachsinnigen religiösen Übungen zu verlassen. Aber vielleicht gibt es ähnliche Übungen, die uns ein bisschen gewöhnlicher sind und die wir auch tun. Auf die wir uns verlassen. Die tun wir, damit wir ein gutes Gefühl haben oder sowas.
Wir müssen schauen, dass wir wirklich einfach ganz eng mit dem Herrn dran sind und mit ihm weitergehen. Und damit bin ich auch mit meinem Seminar hier schon fast am Ende. Ich möchte noch eins sagen zum Thema Gebet. Für uns, für jeden von uns. Einfach der Punkt, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn? Wie arbeite ich, was mache ich mit dem Ding? Jetzt weiß ich, okay, da sind dämonische Beeinflussungen. Wie werde ich denn davon frei? Also wie gesagt, das funktioniert in erster Linie durch die persönliche Liebesbeziehung zum Herrn, durch den Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit leitet, der kein Geist der Furcht ist, der dich führt und leitet, wo du einfach mit ihm zusammen das durchziehst. Die erste Ansprechperson, um frei zu werden, ist der Herr. Der Heilige Geist will dich freisetzen. Ich persönlich glaube, dass viele, sehr viele Christen, wenn sie im Gebet einfach wissentlich, willentlich dagegen angehen, frei werden können von Dingen, mit denen sie lange zu tun haben. Wenn sie es nur akzeptieren und sagen, da ist eine dämonische Struktur, ich gehe dagegen an, mit des Herrn Hilfe. Wie gesagt, hol dir so ein Buch, dann ist das wirklich richtig sauber dargelegt, wie man dagegen angeht. Wenn das nicht der Fall ist und du merkst, ich komme nicht weiter, dann ist es natürlich wichtig, Hilfe von Geschwistern zu suchen, die einfach in dem Bereich Erfahrung haben oder bereit sind, einfach dir zu dienen. Ne? Und wie gesagt, bedauerlicherweise kenne ich selber nicht mal viele davon. Es gibt sehr wenige. Und bei uns ist es bedauerlicherweise auch so, dass in vielen, vielen, vielen Gemeinden weder die Ältesten noch die Pastoren da ausgebildet sind. Das ist aber fast nur in der westlichen Welt so, wirklich. Also in anderen Kulturkreisen ist das Standard, ja, dass der Pastor für Befreiung und Heilung beten muss. Sonst ist er kein Pastor. Wird überhaupt nicht akzeptiert. Gibt es gar nicht. Bei uns ist das sowas, ja, schön, ich komme ein bisschen schräg, ja, machen wir aber nicht wirklich. Ja, gibt es ein paar Spezialisten, die beten einmal im Monat im Healing Room, ja. Hey, das ist etwas, was wirklich in die Gemeinde quasi jeden Tag reingehört. Das wird sich verändern. Unser Gemeindebild wird sich dramatisch verändern in den vor uns liegenden Jahren. Ich möchte euch einfach jetzt nur mal so ein Beispiel geben, wie sowas ist. Ja, so einfach nur mal, um es mal gehört zu haben, ne? Wie so ein Gebet aussehen könnte. Wichtig ist, dass du zunächst einmal dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Ja? Und wie gesagt, du musst bekehrt sein, du musst Beziehung zum Herrn haben, du musst auf ihn schauen. Ne? Und du musst wissen, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und das persönlich in Anspruch genommen haben. Dann musst du dich selbst demütigen, musst deinen Stolz ablegen, musst Buße tun für Dinge, wo du merkst, da ist was falsch gelaufen. Da sind Dinge, die ich nicht richtig gemacht habe, wo ich vielleicht dem Feind Raum gegeben habe, wo ich vielleicht auch dem Feind, der mir dauernd eingequakt hat, immer wieder nachgegeben habe, ne? Vielleicht andere verletzt habe und so weiter. Ist ja auch dieses Opfer-Täter-Ding, was dann sehr, sehr häufig da reinspielt. Dann musst du deine Sünden wirklich bekennen, aussprechen, laut mit dem Herrn. Ich sage immer, mach so laut, dass du es selber hörst. Wirklich. Es geht nicht um Denken, es geht ums Aussprechen. Du bekennst es und dann tust du wissentlich, willentlich Buße darüber. Du bittest einfach den Herrn, dass er dir das vergibt, dass du aus seiner Gnade diese Vergebung in Anspruch nimmst für dich. Dann vergibst du allen Menschen. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Vergebung ist etwas, was eine Willensentscheidung ist. Eine Willensentscheidung. Und ich sage dir eins, du kannst vergeben. Es beginnen immer wieder Menschen, die sagen, das kann ich dem nie vergeben, das kann ich dem nie verzeihen. Das ist eine Selbstverfluchung. Du kannst. Vergib allen Menschen. Das heißt nicht, dass du das gut heißt, was die dir getan haben.
oder als null und nichtig erklärst, sondern du erklärst nur, ich vergebe das und damit schneide ich das von mir ab. Das hält mich nicht länger zurück. Diese Macht akzeptiere ich nicht länger, dass die mich knechtet. Du wirst davon frei. Dann, sofern dich das betrifft, musst du jede Form von Okkultismus, falschen Religionen, irgendwas, musst du einfach benennen, klären, wo Menschen, wo du dich mit irgendwas beschäftigt hast, was auch immer das ist. Er empfiehlt hier auch jegliche Form von irgendwelchen okkulten Gegenständen, die dir bewusst werden, wirklich aus dem Haus zu schmeißen. Ja. Der Derek Prinz schreibt das sehr schön. Der hatte also jede Menge kostbare, was weiß ich, so Seidenstickereien und allen möglichen Krempel. Der war aus dem alten englischen Militärgeschlecht. Ja. Und die hatten da sonst was. Und er hat gesagt, er hat alles fortgeschmissen und verbrannt. Und auf einmal war Luft zu Hause zum Atmen. Ja, war eine völlig andere Atmosphäre. Auch das sind Dinge, wo wir sagen, wo haben wir denn Sachen, wo wir eigentlich wissen, eigentlich ist es dem Herrn ein Gräuel, aber wir haben es halt trotzdem noch. Könnte beispielsweise auch die Zeitung sein. Oder der Fernseher. Vielleicht ist es mal dran, den Fernseher auf den Dachboden zu stellen. Kannst dir einen Campingstuhl davor stellen und da, wo sonst dein Fernseher steht, legst du mal die Bibel hin. Ich garantiere dir, lest 4 Wochen die Bibel, dein Leben wird sich verändern. Wirklich. Lass den Fernseher aus 4 Wochen, dein Leben wird sich verändern. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Dann, indem, dass du wirklich den Herrn auch von jedem Fluch, von jeder negativen Bindung einfach um Befreiung bittest. Ja? Und eben dann, dass man sich ganz gezielt dem Herrn unterstellt und quasi jegliche dämonische Macht ausstößt. Das Wort, was im Griechischen da verwendet wird, heißt ekballo, das heißt ausblasen, auswerfen. Und der Derek Prinz hat das sehr schön eigentlich beschrieben. Er sagt, er hatte mal eine Frau, kam zu ihm, die hatte einen ganz kleinen Knirps, ich weiß nicht, 5 oder was. Und der hatte eine Lebensmittelallergie. Und dann fragte er, ja, und was darf er so nicht essen? Sagt er, fragen Sie lieber, was er essen darf. Ja, dann sind wir schneller fertig. Ne? Ach du meine Güte. So, dann hat er sich hingehockt und hat gesagt, pass mal auf. In dir ist ein böser Geist. Der hindert dich, alles zu essen, was du gerne essen magst. Das ist sowas Ähnliches wie Luft. Ich werde jetzt für dich beten. Wenn ich Amen sage, dann bläst du es raus. Okay? Und der ganz tapfer. Okay. Ne? So, dann betet er für ihn. So ein Befreiungsgebet. Der Kleine bläst einmal kräftig. Gut. Der flitzt nach Hause zum Kühlschrank und frisst einmal den Kühlschrank durch. Und alles in Ordnung. Wisst ihr, wir machen es häufig so verrückt kompliziert. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen nur in der Autorität des Namens Jesus sagen, ich will dieses Ding nicht haben und ich stoße es aus. Ich lehne es ab. Wie einen dreckigen, räudigen Köter. Weg! Im Kommandoton. Und das kannst du für dich tun. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Christen, wenn sie das nur wissen, schon in einen Prozess von Befreiung hineinkommen können. Das ist die Freiheit, die uns das Wort Gottes gegeben hat. Und ich glaube, dass wenn die Leute, die merken, dass sie da nicht weiterkommen, dass die durch die Hilfe von anderen Christen auch frei werden können. Der Herr hat uns seine Freiheit geschenkt. Und wie gesagt, es ist unser Auftrag, es ist unser Job. Amen. Okay. Steht mal auf. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du für uns wirkliche Freiheit einfach errungen hast. Wir danken dir dafür, dass wir als deine Kinder zur Freiheit berufen sind. Wir danken dir, dass du uns einen Geist gegeben hast, der Freiheit bringt, wo keine Furcht ist, wo keine Bindung ist. Wir danken dir dafür, dass wir als deine Kinder in einer wirklichen, echten Freiheit leben dürfen. Und gleichzeitig sehen wir, wie der Feind
immer und immer und immer wieder das Volk Gottes so quält und so piesackt und in Bindungen und Ketten und Fesseln und Überwältigung hält. Und im Namen Jesus sprechen wir aus, dass das ein Ende haben wird. Wir sprechen aus, dass wir in diese Freiheit hineinkommen. Einfach weil wir verstanden haben, dass das etwas ist, was für uns gilt, was für uns zur Verfügung ist, was du uns gibst. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns die Weisheit gibst. Du sagst, wer an Weisheit mangelt, der bittet darum, du gibst sie reichlich. Jeden Einzelnen von uns die Weisheit gibst, wie er das für sich persönlich umsetzen kann. Für sich, seine Familie, die Eltern, die Kinder, sein Umfeld, was da einfach dran ist, dass wir da wirklich in Weisheit vorwärts gehen. Nicht mit irgendwelchen komischen Befürchtungen, nicht mit irgendwelchen komischen Ritualen, nicht mit irgendwelchem komischen Getue, sondern einfach in der Autorität, die uns in dem wunderbaren Namen Jesus gegeben ist, Herr. Und in dem Sinne sprechen wir wirklich Freiheit aus über uns alle, wie wir hier sind. Wir sprechen Freiheit aus über alle, wie wir hier sind. Im Namen Jesus gebieten wir, dass jede dämonische Macht ausfährt. Aus unserem Leben, aus dem Leben unserer Kinder, aus dem Leben unserer Ehepartner, aus unserem, was auch immer, was uns betrifft. Und dass deine Freiheit uns komplett, komplett hineinführt in einfach dieses herrliche Dasein der Kinder Gottes. Herr, wir erwarten, dass du uns führst und leitest, damit wir auch anderen dienen können, damit wir effektiv dein Reich bauen können, damit wir effektiv das Reich Gottes verkündigen können. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, wie bei Jesus, das Wort zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das ist das, was du den Jüngern gesagt hast, Herr. Das ist das, was du den 70 gesagt hast. Das ist das, was in der Apostelgeschichte ist. Und das gilt genauso für uns. Herr, wir wollen einfach nicht irgendwas tun, was komisch ist, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir wollen zurückkommen zu dem, was du sagst, was wir tun sollen. Und ich bin sicher, dass wir die Resultate haben werden, die wir in der Bibel lesen. Und so proklamieren wir deinen Sieg über uns, wie wir hier sind. Und Herr, wir erklären ein neues Zeitfenster über uns, einen neuen Zeitpunkt von Freiheit und von Segen und von deiner Versorgung und von Heilung über jedem Einzelnen von uns. Wir preisen dich allein, Herr. Amen.